Ja, einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, dass Sie sich die Zeit nehmen. Mein Name ist Iris Heinen von WH Self Invest und im Namen von WH Self Invest begrüße ich Sie auch ganz herzlich zum Friday Traders Club Today. Wir sehen heute schon den Raimund. Guten Morgen, Raimund. Ich sehe dich. Ah, du siehst mich schon. Ah, Ja, ich sehe ich dich. ja, sag doch sowas. Ich sehe mich gerade nicht. Guten Morgen, Iris. Guten Morgen, liebe Guten Morgen. Teilnehmer. Ja, schön, dass du Ja. schon dabei bist. Ich mache eine kurze Einleitung und dann starten wir auch gleich mit dir, weil alle eigentlich eher auf dich warten als auf mich. Aber ich würde gerne noch, ja, das wird so sein, Raimund. Alles klar. Ich sehe mich leider gerade nicht. Das ist lustig. Okay. Also, Ah, WH Self Invest, für diejenigen, die WH Self Invest noch nicht so einordnen können oder auch den Friday Traders Club in der Form noch nicht kennen und nicht dabei waren, gerade geben Sie mal 2 Minuten und dann steigen wir ins Thema ein. WH Self Invest seit 1998 bereits am Markt als Online-Broker für Futures, CFDs und Aktien. Wir sind immer noch mit den gleichen Geschäftsführern unterwegs seit 1998, also über 20 Jahren. Ja, die gleiche Führungsriege ist ein bisschen sinnbildlich auch dafür, dass wir auf Kontinuität und Stabilität setzen. In dieser Zeit haben wir unfassbar viele Auszeichnungen erhalten. Also die Qualität für unsere Leistung wird immer wieder honoriert von Kunden oder unabhängigen Institutionen auch, sind wir sehr stolz drauf. Man sieht es hier gerade auch auf unserer Webseite, Traders Liebling, Fairster Broker, bis hin zu Nummer 1 in der ewigen Bestenliste. Macht uns sehr stolz. Aber eigentlich sind es eher so die einzelnen Kategorien, in denen wir ausgezeichnet werden, weil die zeigen auch, wofür wir stehen. Es ist oftmals beste Order-Ausführung, beste Plattform, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, bester Kundenservice und auch bestes Ausbildungsangebot. Und das steht dafür, dass wir uns auch als Ausstatter verstehen für den aktiven Trader. Wir wollen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass der Trader selbst konsequent und dauerhaft auch seine Ziele hoffentlich erfolgreich auch verfolgen kann. Dafür steht WH Self Invest, Futures, CFDs und Aktien. Das ist unser, sag ich mal, da verstehen wir uns als spezialisierter Broker für den aktiven Trader. In puncto Ausbildung, wenn man bei uns die Webinare und Seminare mal aufklappt, dann macht es flapp, 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 dann sieht man, dass da unfassbar viele Webinare und Seminare stattfinden und sich das Who's Who auch der, sage jetzt mal, der Finanzbranche die Klinke in die Hand gibt und mit uns unterstützt in der Ausbildung der Kunden. Aber das sind oftmals eher 60-minütige Druckbetankungen, will ich das mal nennen. Und der Friday Traders Club ist da ein anderes Format, eigentlich eine Präsenzveranstaltung, muss ich nichts zu sagen, warum wir im Moment auf online umgestellt haben. Freuen wir uns aber, wenn wir wieder im Büro in Frankfurt unsere Kunden persönlich sehen. Aber der Friday Traders Club, da haben wir uns vorgenommen, doch in die Breite zu gehen und auch nochmal in die Tiefe zu gehen und in den Austausch mit Ihnen zu gehen. Also heute haben wir 3 Stunden, die wir nutzen wollen für ein wunderbares Thema, was der Raimund heute mitgebracht hat. Wir duzen uns, weil wir uns schon eine ganze Weile kennen. Ich freue mich ausgesprochen, dass du heute dabei bist. Also dir nochmal ein herzliches Hallo. Und dass du dieses Thema mitgebracht hast. Also es gibt eine Schnittmenge zwischen WH Self Invest und dem Raimund Schrieg. Wir haben beide, würde ich sagen, ein Faible für Markteffekte und da treffen wir uns heute quasi zusammen, um Ihnen da ein bisschen was zu zeigen. Aber es ist seine Präsentation heute und ja, wir sind einfach happy, dich, Raimund, als absoluter anerkannter Wissenschaftler. Du bist so breit aufgestellt, Biochemie, Stressforschung. Du kennst wie kein Zweiter die Finanzbranche. Ich sage immer, du bist ich finde immer, dass du wie ein Helikopter über dieser Finanzbranche bist und da viele Dinge siehst, die andere aus der Froschperspektive oder im Tunnel eher nicht sehen. Und deinen ganzheitlichen und auch nachhaltigen Ansatz wissen wir sehr zu schätzen und ich glaube auch viele, die mit dir zu tun haben als Trading Coach, Referent, Moderator. Ich glaube, ja, du wirst immer mit
breiten Armen empfangen, weil man kann von dir nur lernen und sich weiterentwickeln. Und das wollen wir heute auch und freuen uns, dass du dabei bist, Raimund. Ja, Iris, was soll ich dazu noch sagen? Da muss ich eigentlich sprachlos bleiben und wir gehen jetzt in die Meditation und gucken, was so passiert. Ja, vielen Dank. Ja, nichts zu danken. Also wie gesagt, wir sind total happy, dass du heute dabei bist. Raimann, wo steckst du denn zurzeit? Bevor wir einsteigen, vielleicht für alle, die dabei sind, die dann auch ein bisschen dich noch kennenlernen wollen, wo steckst du denn zurzeit und was machst du? Also ich stecke in Wittdün auf Amrum, hinter mir der Leuchtturm. Ich sitze jetzt nicht vor dem Leuchtturm, aber sinnbildlich für den Ort, wo ich mich gerade befinde. Und was mache ich? Also wie die meisten Homeoffice, Präsenzveranstaltungen sind mir ja alle gestrichen. Und im Wesentlichen Coaching, Dinge entwickeln, Seminar, ein weiteres Seminar entwickeln. Also im Prinzip viel Entwicklungsarbeit, kreative Arbeit. Folien verbessern, all solche Geschichten, die einfach damit zu tun haben, also wenn es jetzt um die Arbeit geht, die mich für das möglicherweise danach wieder in eine andere Situation noch bringen, dass ich einfach noch viel mehr und andere Dinge zur Verfügung habe. Ich habe hinter mir eine kleine Leinwand geschaffen, ich habe mir eine Kamera gekauft und mache Fotos, habe meine Webseite neu gestaltet. All das sind Projekte der letzten Wochen und habe ein kleines Buch über Markteffekte geschrieben, was man ja auf der WH-Seite auch downloaden kann. Wunderbar. Jetzt habe ich ja eben gesagt, du machst ja viel Coaching und auch für die, die Trader werden wollen, die sich mit Börse beschäftigen. Jetzt bist du im Homeoffice und bist auf Amrum. Hat sich denn in den Kontakten mit den Börseninteressierten für dich jetzt wesentlich was geändert in dem letzten Jahr? Also nicht übermäßig. Also was die Kontakte betrifft, die Klienten waren ohnehin entweder über Skype, Zoom. Wenige waren auch persönlich hier, die sich einfach Amrum auch mal angucken wollten. Manche sind aber auch nur für einen Tag gekommen. Da hat sich wenig geändert. Das, was sich geändert hat, ist natürlich die intensiven Gespräche auf größeren Veranstaltungen und in Seminaren. Und das fühlt sich natürlich auch anders an. Also selbst wenn wir hier kommunizieren, fühlt sich das anders an, als wenn wir uns gegenüberstehen und dann miteinander sind. Aber da in der Hinsicht hat sich jetzt nicht ganz so viel geändert. Vermisst du denn diesen persönlichen Kontakt oder die Messen und Veranstaltungen? Ja, sehr. Sehr, weil das ist ein Stück weit, das bin ein Stück weit ich, da kann ich mich ausleben. Da kann ich Menschen, auch wenn ich spüre, nochmal anders helfen. Eine Frage, die ich hier bekomme, kann ich beantworten. Aber ich nehme viel mehr wahr, wenn jemand vor mir steht. Und dieses, ich stehe gern auf der Bühne, das gebe ich zu, das hat mir immer schon Spaß gemacht, vor allem mit Themen, für die ich mich begeistern kann. Also, das ist ja anders, als wenn man in der Schule ein Referat halten muss. Manchmal kann man sich auch aussuchen, manchmal muss man das nehmen, was übrig bleibt. Und hier habe ich ja, ich kann mich wirklich ausleben und dieser Auslebeaspekt, der leidet im Moment ein bisschen, das gebe ich zu. Kompensierst du das denn anderweitig, dich ein bisschen auszuleben? Naja, ich habe durch das große C-Thema habe ich einfach mich mehr um mich gekümmert, mache mehr Sport, bewege mich mehr. All diese Dinge, die drumherum sind, nehmen mir mehr Zeit, um gewisse Dinge zu durchdenken, die man sonst oder die ich sonst oft gar nicht habe, weil einfach sich Telefonat oder Termin an Termin hängt. Und jetzt ist es gemütlicher und ich kann mir auch mal überlegen, wie stelle ich was dar, wie formuliere ich das nochmal anders, wie ist das noch freier? Also solche Geschichten, auch in der Kommunikation und zwei Faible, die ich habe. Eins ist Neurowissenschaft. Es interessiert mich sehr, wie unser Kopf funktioniert. Das ist für Trader, auch natürlich für Anleger sehr, sehr wichtig. Und ein zweiter Punkt, den ich im Moment nicht ganz so verfolgen kann, das ist das Thema Biophotonenpflaster. Das mag ich auch, weil das im Prinzip Akupunktur mit Pflastern ist. Und wenn wir im Fluss sind, dann können wir deutlich mehr erreichen, klarer kommunizieren und diese Dinge bewegen mich einfach. Also Themenvielfalt ist nach wie vor groß, vielleicht sogar zu Super. groß. Ja. Ja. Hast du denn in den Gesprächen, also das ist etwas, was wir haben ja viele Kundenkontakte, ne, und auch Interessenten und ob das jetzt bei WH Self Invest ist oder auch bei Investui, wenn wir in Kontakt mit den Kunden sind, haben wir auf jeden Fall in den letzten Monaten oder im ganzen Jahr gemerkt, dass viele
die Zeit anders zu schätzen wissen. Also du hast ja jetzt viel Sport beispielsweise gemacht, aber wir erfahren, dass da sich auch im Hinblick auf die Finanzwelt was geändert hat, dass viele sagen, ich will mit meinem Geld was Vernünftiges machen, aber ich will nicht mehr so viel Zeit da investieren. Also mir die letzten 12 Monate haben für Zeit irgendwie eine andere Einstellung entwickelt. Das stimmt. Also das ist sicherlich eine ganz vielschichtige Frage oder Geschichte, wenn man Ja. sich mit dem Thema Zeit beschäftigt. Aber vielen Leuten, vielen Menschen ist einfach, na, ich sag mal, das Bewusstsein ist gestiegen. Das Bewusstsein für das, was mache ich, was tue ich mit meiner Zeit und vielleicht auch, wofür brauche ich das Geld, was ich an den Finanzmärkten verdienen möchte. Das sind Aspekte, die zeigen sich tatsächlich auch ganz klar. Und da ist eben nicht mehr jeder bereit, irgendwelchen Quatsch zu machen oder sich auszuleben. Und ein Stück weit sind die Familien ja auch einerseits zusammengewachsen und bei manchen hat sich das dann natürlich auch wie ein kleines Pulverfass entwickelt, weil diese Enge und diese Nähe natürlich auch zu was führt. Und das verändert ja auch Trading. Ich brauche da eigentlich einen Raum, in dem ich mich aufhalten kann und da braucht es einfach auch Produkte oder Vehikel, mit denen das so funktioniert, dass ich nicht ständig die Kinder oder Enkelkinder um mich rumtouren habe, so lieb die sein mögen. Aber Finanzentscheidungen brauchen auch, ich sag mal, Konzentration und Raum, wo es eigentlich nur den Entscheider und die Entscheidung gibt. Und das sind ja so Themen, die du in deinem Coaching ja auch ansprichst, wo du dann auch ja, die Personen da auch unterstützen willst, dass sie diese Konzentration, diese Fokussierung, dass sie das hinbekommen. Woher kommt denn eigentlich deine Leidenschaft, dass du solche, ja, diese Aspekte zusammenbringen willst und dass die Menschen fürs Trading optimieren willst, ihnen helfen willst, dass die das einfach besser machen können mit ihrem Geld? Tja, du, also einerseits natürlich persönliche Erfahrung. Also alles, was ich auf der einen Ebene gemacht habe, macht Sinn, auch aufs Trading zu übertragen, weil da ist es umso wichtiger, eben entspannt zu sein, eben sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man sonst eher mal hinten runterfallen lässt. Und die eigenen ersten Erfahrungen, da habe ich die wie viele gemacht. Ich bin Mensch. Ich habe glücklicherweise vieles von der Pike auf gelernt. Ich habe damals noch in Fonds angelegt, dann kamen erst die Aktien. Heute ist man gleich mit Hebelprodukten dabei. Also ich habe das seit den 80ern für mich entwickelt, ein Stück weit auch durch meinen Vater geprägt. Und dann aber kam die Phase, wo ich dann mit Hebelprodukten unterwegs war und die war genauso lustig und achterbahnfahrtig wie bei vielen anderen auch. Und das hat mich eben dazu geführt, einfach mal dahinter zu gucken, was machst du da genau? Warum tust du es so, trotz oft besseren Wissens? Also was treibt dich da an? Und da kommst du dann zwangsläufig dazu, dass du dich mit Motivation, Entscheidungsverhalten und dergleichen beschäftigst. Hört sich super an. Und ich glaube, da können wir uns ja bestimmt auf einige Aspekte heute auch in dem Vortrag freuen, die du jetzt hier ansprechen wirst. Und ich würde dir dann gerne auch jetzt einfach das Feld überlassen. Ich bleibe im Ja. Hintergrund, vielleicht für alle, die jetzt dabei sind. Der Raimund und ich, wir haben gesagt, ich bleibe im Hintergrund. Ich gucke die Fragen, die Sie in die Fragensektion des Tools reinschreiben können, gucke ich mir regelmäßig an. Wenn sie passen, werde ich sie ziemlich zeitnah an den Raimund adressieren. Ansonsten hebe ich sie einfach ein bisschen auf. Wenn der Raimund mal einen Schluck trinkt oder mal durchatmet, werde ich sie dann adressieren. Wir hatten jetzt keine echte Pause vorgesehen für die nächsten 3 Stunden, aber wann immer Sie auch das Bedürfnis haben oder der Raimund das Bedürfnis hat, lassen Sie uns das wissen. Da sind wir flexibel. Wir lassen uns mal ein bisschen treiben, was die nächsten 3 Stunden so bringt. Und ich würde gerne eingangs eine kleine Rundfrage machen oder Umfrage machen, damit wir ein bisschen einordnen können, mit wem wir es zu tun haben und was wir voraussetzen können. Das ist einfach eine simple Frage, wann Sie mit dem Live-Trading angefangen haben. Sie können jetzt ganz kurz klicken und ich werde das dann wieder beenden und werde dann anschließend an den Raimund übergeben. Raimund, hast du noch eine Frage oder eine Anmerkung? Nein, im Moment nicht. Gut. So.
Dann schließe ich das mal. Ja, da bin ich gespannt, was jetzt. Ah, da bin ich wieder. Weil Ja, ich da bist sah du wieder. nichts. Und Ja, schlimmer war also. noch, dass ich meine Maus nicht bewegen konnte, als du die Umfrage gestartet hast. Das ist immer so ein Okay. Überraschungseffekt. Deswegen habe ich so Nein gesagt. Ich war ein bisschen irritiert. Okay. Ja, okay. Ja. Also wir haben hier durch die Bank weg eher mit Zuschauern und Zuhörern zu tun, die mehr als 3 Jahre am Start sind. Also finde ich ein schönes Ergebnis, dass wir hier, verzeihen Sie mir, schon eher alte Hasen im Trading haben. Und ja, aber ich bin sicher, auch Sie werden hier heute noch das eine oder andere mitnehmen. Eine Frage ist schon da, ob es eine Aufzeichnung gibt. Ja, gibt es. Wir werden das im Nachhinein nochmal bearbeiten und dann wird das auch zur Verfügung gestellt werden. Raimund, ich würde dir jetzt den Bildschirm übergeben. Ja, sehr gerne. So. So. Ich mache mein Bildchen schon mal weg, Raimund. Ja. Was sieht man denn jetzt, Iris? Deinen Bildschirm, das Meer. Okay, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Da freue ich mich. Das ist immer wieder überraschend. Das Meer. Alles klar. Dann Also, starten wir doch mal. dich Huckepack am Meer, ne? Mich Huckepack, genau. Ja. Moment, ich sortiere hier nur noch mal kurz den Monitor vor sich hin. So. Und dann können wir gleich sofort starten. Ich mache dann mein Mikro auch aus, ne? Okay, super. Alles klar, los geht's. Also, Viel los geht's, Vergnügen an ja. alle. Ja, guten Morgen nochmal. Ich freue mich sehr. Es ist eines meiner Lieblingsthemen, Markteffekte. Spektakuläre Geschichte. Ohnehin beschäftige ich mich viel mit Rhythmen und Meer im wahrsten Sinn des Wortes. Ich stehe hier im Meer, ich habe mein kleines Patenkind auf den Schultern und ich beginne jede Präsentation mit einer Folie von zu Hause. Und dieses ist meine Jahresfolie für 2021. Und die hat auch eine Bewandtnis, denn es ist immer wieder erstaunlich, was man erlebt und dann vielleicht auch aufs Trading übertragen kann. Und es begab sich im letzten Jahr, dass ich mit meinem Patenkind auf den Schultern, da allerdings wir beide in Badehose, immer weiter in die Wellen reingelaufen bin und bis zu einem Punkt, wo ich merkte, entweder mich erwischen die Wellen jetzt und ich schlug ordentlich Wasser und verliere den kleinen Kerl, oder er kriegt sogar einen mit und fliegt direkt runter. Also das sieht hier so ein bisschen harmloser aus, das geht dann relativ schnell auch in weitere Tiefen und hinten im Hintergrund sieht man auch zwei Badende, die uns wohl bekannt waren. Und wir laufen bis eben zu dieser Stelle. Und was passiert an der Stelle, wo ich stehen bleibe? Da sagt er zu mir: Lauf weiter, du Faulpelz. Und ich habe schallend gelacht, weil ich dachte: Was erzählst du mir, wenn ich weiterlaufe? Dann erwischt uns diese Welle und wir haben ein Problem, vor allem. Du hast ein Problem, weil du kannst nicht so gut schwimmen. Er hatte natürlich Flügel auf, Schwimmflügel, aber nichtsdestotrotz. Und das ist das, was ich bei vielen, vielen Klienten immer wieder beobachte. Da ist ein innerer Antreiber, hier versinnbildlicht durch einen äußeren Anteil, mein Patenkind, ein innerer Anteil, der uns antreibt, Dinge zu tun, die wir vielleicht trotz besseren Wissens sein lassen sollten. Und die Volatilität spielt an den Finanzmärkten eine sehr, sehr große Rolle. Das wissen wir nicht zuletzt seit dem, ich nenne das immer den sogenannten Corona-Peak im letzten Jahr. So, mal schauen. Weiter geht's. Iris hat viel gesagt, ich will da nicht viel zu sagen, deswegen können wir gleich auf die nächste Folie gehen. Wer mich erreichen will, findet mich unter kontakt@raimundschrieck.com, den Rest auf meiner Webseite und das hier versteht sich von alleine. Urheberrecht, Leistungsschutzrecht können wir auch überspringen und kommen direkt zum Thema. Ich fange mal mit etwas an, was spannend ist. Also was mich schon früh auf das Thema Markteffekte gebracht hat. Damals nannte man das ein Stück weit noch Marktanomalie. Ich finde aber, das Wort Effekt ist viel passender. Und hier haben wir ein Beispiel von einer Publikation aus dem Jahr 2006, wo es einfach darum geht, dass schöne Firmennamen einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Und hier wurden Schweizer Firmen untersucht und man hat festgestellt, dass die beim Börsengang einen
hohen ersten Kurs hatten, verglichen mit vermeintlich nicht so schönen Firmennamen und darüber hinaus, dass es in den ersten 10 Tagen eine überdurchschnittliche Rendite gab. Das heißt, ein Effekt, der allein aufgrund des Namens letztlich zustande kommt. Und das ist die Frage, ob man solche Dinge nicht auch noch an anderer Stelle weiterverfolgen kann. Es gibt eine weitere Studie, die ist, finde ich, noch bemerkenswerter. Der ein oder andere ist vielleicht, oder die ein oder andere natürlich auch, ist vielleicht schon etwas älter und erinnert sich noch gut an die neue Marktphasen Anfang dieses Jahrtausends. Mittlerweile auch schon 2 Jahrzehnte her. Und dort hat man festgestellt, die Studie heißt Arose.com by any other name. Wer Literatur haben möchte, im Übrigen sehr gerne, ich sende alles zu. Ich habe auch am Ende der Präsentation die wesentliche Literatur für diese Veranstaltung mit aufgeführt. Und meistens reichen aber schon die Stichworte, die da stehen, um diese Literatur dann auch aufzuspüren. Raimund, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ob du vielleicht, wird gefragt, in den Präsentationsmodus schalten könntest. Den seht ihr nicht. Okay. Dann machen wir was ganz anderes. Mal gucken, ob das funktioniert. Was sieht man denn? Es ist quasi, sieht man die Folie zweimal, einmal groß und einmal klein. Alles klar. Gut. Also dann der Bildschirmmodus, ne? Oder so. Präsentationsmodus. Wunderbar. Ja, das kommt einfach daher, weil ich mit 2 Monitoren arbeite und auf dem einen habe ich nur den Präsentations. Es ist immer wieder eine Wundertüte. So, sieht es jetzt gut aus? Ich würde sagen, ja. Ich hoffe auch. Also, alles klar. Der Cooper dir und seine Kollegen haben festgestellt, dass Namensänderungen in einen .com-Namen dazu geführt haben, dass die Kurse des entsprechenden Unternehmens um 53% zugelegt haben. Das heißt, auch hier spielt der Name eine Rolle und zwar unabhängig davon, und das war das Entscheidende, ob die Blumen verkauft haben oder Schmuck oder was auch immer, unabhängig davon, ob das Unternehmen in der Internetbranche tätig war, hat in den Zeiten des neuen Marktes ein .com-Name dazu geführt, dass man richtig viel Geld verdienen konnte. Das erste Mal, dass ich Markteffekte genutzt habe, war tatsächlich auch in der Zeit des neuen Marktes. Und ich hatte folgenden Effekt, der mir damals noch gar nicht so bewusst war, festgestellt, dass wenn eine Aktie emittiert, also ein Börsengang stattgefunden hatte, habe ich mich einfach auf den Weg gemacht, beziehungsweise davor natürlich, habe diese Aktien gezeichnet und ich hatte damals zahllose Bankverbindungen und habe immer geguckt, was gibt's Neues, klingt das passend für mich, habe ich da Aussicht möglicherweise und man hatte damals im Prinzip bei jeglichem Börsengang, selbst wenn ich jetzt ein bisschen übertreibe, hatte man die Möglichkeit, Geld zu verdienen und wenn es nur in den ersten paar Tagen war. Und so habe ich das letztlich auch betrieben. Ich habe diesen Markteffekt dieser überdurchschnittlich vielen Neuemissionen für mich genutzt, habe immer das Maximum gezeichnet und habe immer nach einigen Tagen verkauft. Da gibt es natürlich die Schlauen, die sagen, ja, aber hättest du mal behalten und so weiter. Aber meine Art hier, diesen Effekt zu nutzen, war einfach eben auch dieser Flexibilität geschuldet. Teilweise habe ich dann eben das Ganze also 1 Woche, 2 Wochen, 4 Wochen gehalten und dann war es das. Also ich habe da auch gelernt, mich von Dingen zu trennen, was im Bereich Trading auch sehr, sehr wichtig sein kann. Hier sieht man auf dieser Grafik die Anzahl der Börsengänge hier in Deutschland in den Zeiträumen von 1992 bis 2003. Und ganz klar sieht man natürlich hier diesen Peak im Jahr 1999. 2000 gab es auch noch viele Börsengänge. Und dann, auch aufgrund der Ereignisse an den Märkten, sind wir da schnell wieder in alten Bereichen gelandet, bis im Jahr 2003 nicht irgendein Börsengang stattgefunden hat, weil das Marktumfeld so war. Und im Prinzip geht es für jeden von uns darum, solche Dinge auch zu entdecken und die dann eben zu nutzen. Ich habe das auf diese Weise gemacht und bei diesen Geschichten, die ich bisher dargestellt habe, sind es aber einmalige Sachen. Wir haben hier ein rotes Ei in einer Reihe von vielen weißen Eiern. Das heißt, ich hatte nur diese Möglichkeit, mit Neuemissionen Geld zu verdienen in der Zeit des neuen Marktes. Ebenso machen sich heute wahrscheinlich Änderungen in .com auch nicht wirklich so, dass ich das nutzen kann. Vor allem fehlt natürlich auch die Möglichkeit.
Heute gibt es vielleicht 15 bis 25 Börsengänge. Davon sind weniger als vielleicht, sagen wir mal, die Hälfte so lukrativ, dass man mit diesen Effekten, die damals von ganz alleine kamen, auch hausieren gehen könnte oder das in die Tat umsetzen könnte. Also was brauchen wir? Wir brauchen eben etwas, was uns nicht nur ein rotes Ei, sondern eben eine Vielzahl roter Eier immer wieder. Also nehmen wir an, diese Eier hier wären rot. Ich hätte gerne ein Foto gefunden, was exakt so wäre, um die jetzt nacheinander rot einzufärben. Aber dafür hätte ich jetzt wirklich lange gebraucht. Deswegen habe ich mich auf die Kreuze fokussiert. Wir haben immer noch viel, viel weiße Eier um uns herum, also viele, viele andere Gelegenheiten, aber wir haben auch etwas, was vielleicht sich kontinuierlich durch die Märkte zieht. Und da machen wir uns auf den Weg. Denn es gibt Möglichkeiten, kinderleicht mit Markteffekten Geld zu verdienen. Wie das dann in der Praxis aussieht, das sehen wir am Schluss. Zunächst mal einiges, was Sie hier heute tatsächlich erwartet. Regelmäßig Geld verdienen mit geringem Risiko. Das werde ich gleich etwas genauer ausführen. Die Frage ist, was ist Risiko überhaupt? Gibt es richtige und falsche Entscheidungen? Ich bin davon überzeugt, dass richtig und falsch da keine große Rolle spielen. Es geht um Entscheidungen. Sehen wir uns da auch etwas differenzierter an. Es gibt so etwas wie 10-Jahresmuster, Jahresendzahlmuster. Wir haben es mit Kalendereffekten zu tun. Das wird heute der wesentliche Punkt sein. Und ich werde Ihnen auch verraten, wie man vielleicht die Urlaubskasse füllen kann. Und die Mutter aller Markteffekte ist für mich der Monatsendeeffekt, den ich dann etwas genauer ausführe und auch zeige, warum wir damit Geld verdienen können, überhaupt warum wir Kalendereffekte nutzen können. Vorteile vom Markteffekte-Trading gegenüber vielleicht Trading, dem klassischen oder auch der Geldanlage und Aspekte, die neurowissenschaftlich oder auch in unserem Entscheidungsverhalten eine große Rolle spielen, ist, warum wir keine Entscheidung fällen sollten. Lassen Sie sich überraschen, was sich dahinter verbirgt und auch, warum wir uns an Fakten halten sollten. Denn Markteffekte, das sind Fakten, das sind keine Ideen, Gedanken, Wünsche, sondern das ist etwas, was ich wirklich mir differenziert angucken kann und beurteilen kann. Ist es ein Effekt oder ist es keiner? Das liegt nicht in so einem Bereich, wie wenn man sagt, ach, ist das eher orange oder ist das rot? Hier, das ist das messbar. Und natürlich gibt es auch, wie bei allem, ein paar psychologische Fallstricke, auch beim Handel von Markteffekten, die im Wesentlichen aber mit uns selbst zu tun haben. Und dann werde ich noch die für mich beste Möglichkeit, Markteffekte zu handeln, die einfachste, und ich werde dann noch erklären, warum es so großartig ist, über Investui am Ende dann erläutern, bevor Iris dann mit mir dann nochmal in Dialog tritt und Iris vielleicht auch die ein oder andere Geschichte dazu erzählt, die spannend ist, denn sie ist natürlich im Hintergrund diejenige, die sich mit diesem Thema besonders gut auskennt. Was ist das Ziel für uns, wenn wir an den Finanzmärkten unterwegs sind? Die meisten, immer in Umfragen, komme ich so auf circa Wert von 80%, sagen, ich will Geld verdienen. Gut, das ist erstmal eine Aussage, die kann man so stehen lassen. Und die zweitmeisten, das sind so meist so 40 bis 50%, das sind meist Mehrfachnennungen möglich, die sagen, ich möchte eine Herausforderung suchen, ich möchte was lernen. Und diese Geschichten führen einfach dazu, dass sich viele Menschen an den Finanzmärkten tummeln, diesen Platz auch, um ich sag mal, ihre eigene Entwicklung voranzutreiben, nutzen wollen. Und damit meine ich nicht nur das Geld verdienen, sondern eben auch die ganzen Begleiterscheinungen. Es passiert etwas, wenn ich handle. Mit mir, ich muss mit dem Ergebnis umgehen lernen, ich muss eine Strategie finden. Und die Frage ist für mich aber nicht nur, wie verdiene ich Geld, sondern auch, wie behalte ich das Geld, was ich verdient habe? Und wie schaffe ich es, regelmäßig Geld zu verdienen, auf eine Weise, die mein Leben nicht so sehr einnimmt, dass ich, naja, Vollzeit-Trader, Traderin sein müsste. Aber neben dem Geldverdienen gibt es eben auch diesen wichtigen Punkt, dass mein Risiko nicht übermäßig groß sein sollte. Es ist für viele Leute Risiko natürlich eine Sache, die ist individuell. Manch einer ist irritiert, wenn sein Konto 5 € verlieren. Das ist jetzt kein Witz. Es gibt auch diese
Menschen natürlich und vielleicht ist auch jemand unter uns. Andere, die vielleicht ein größeres Konto haben oder ein anderes Verhältnis zum Geld, sagen, was interessieren mich die 500 Euro, die ich heute verloren habe? Aber langfristig ist das für uns erstrebenswert, Geld zu verdienen, auch ein Ziel damit zu verfolgen und das Ganze aber so zu gestalten, dass uns das nicht um Haus und Hof oder Kopf und Kragen bringt. Denn alles, was nicht Risiko ist, also ausgeschlossen ist, absolute Sicherheit. Und das wissen wir natürlich nicht nur aus den Finanzmärkten. Das gibt es letztlich nicht für uns. Sicherheit ist etwas, was uns immer wieder suggeriert wird. Dennoch, wir erleben immer wieder Szenarien. Das letzte Beispiel im letzten Frühjahr war ein besonderes. Ich habe immer schon gesagt, dass wir uns auf Situationen einstellen müssen, wo der DAX mal an ein paar Tagen hintereinander einfach mal zweistellig verliert. Das habe ich nicht gesagt, weil ich mich in die Reihe der Crash-Propheten oder so einordnen will, sondern einfach nur deswegen, weil mir wichtig ist, dass wir darauf vorbereitet sind, auch in Situationen, die wir bis dahin noch nicht kannten, angemessen zu reagieren. Ich brauche dann einen Plan, wenn ich oder mein Kapital an der Stelle eben in Not geraten. Das heißt, Risiko, wenn ich diesen Pfeil jetzt so ein bisschen Richtung oder von der Sicherheit entfernt nehme und mich dem Risiko nähere, dann kann ich auch mal gucken, was ist das überhaupt? Und damit für Ihre Unterlagen auch vollständig ist, kommt jetzt ein etwas längerer Text. Da müssen Sie sich nicht noch extra recherchieren. Also wundern Sie sich nicht, wenn manchmal auf Folien auch etwas mehr Text ist. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich gerne Informationen mitgeben möchte. In einem anderen Format, würde man das vielleicht viel knapper darstellen. Also das Risiko, was wir eingehen, ist immer die kalkulierte Prognose. So ist die Definition eines möglichen Schadens beziehungsweise Verlustes auf dem im negativen Fall oder eines möglichen Nutzens beziehungsweise Gewinns im positiven Fall. Das Interessante ist, dass Risiko eigentlich beides beinhaltet. Und wenn wir von Risiko sprechen, dann ist es für uns oft eher so der erste Teil, der negative Fall. Oh, ein Risiko. Aber Risiko beinhaltet eben auch beides. Und letztlich geht es darum, dass ich dieses Risiko abschätze, abwäge und gucke, ob etwas für mich in Frage kommt. Risiko kann man auch auf andere Weisen sehen, in der Kombination aus der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und deren Konsequenz. Weil die Konsequenz kann eben auch sein, wenn ich einen Trade eingehe, dass ich gewinne und verliere. Und mit beiden Konsequenzen muss ich leben können. Und je höher das Ergebnis ist, desto mehr macht das mit mir als Mensch emotional und desto mehr brauche ich oft auch für die Verarbeitung bestimmter Ergebnisse. Man kann Risiko, und da komme ich auf das Eingangsbild zurück, natürlich auch als Volatilität, also die Streuung von Zielgrößen um einen Mittelwert auffassen. Und da ist es eben wichtig, wie weit ich mich in einen Markt wage, mit welchem Volumen, mit welchem Hebel. Das ist von un also ist für mich eine sehr wichtige Größe, denn ich brauche mein Kapital ja auch, um letztlich, vor allem als Trader, natürlich weiterarbeiten zu können und muss da eben diese Gefahren vermeiden, die mich um größere Mengen meines Kapitals bringen. Das Risiko, wenn hier ein Steinchen fällt, das kennen wir alle vom Dominospiel, dann war es das in der Regel, wenn es nicht eine Sollbruchstelle gibt. Und ich muss mir ohnehin als Trader und Anleger immer überlegen, wie hoch ist meine Risikofähigkeit, also wie viel Kapital habe ich zur Verfügung, ohne dass es mich schmerzt und in existenzielle Nöte bringt, wenn ich es verliere. Also bin ich überhaupt fähig? Und diese Frage, die bekomme ich eben oft auch. Ja, ich habe 500 Euro. Kann ich damit traden? Kann ich damit ein Konto aufmachen? Prinzipiell geht das natürlich. Aber die Frage ist, was kann ich da noch handeln, wenn ich mit Stops und Zielen arbeite? Denn ich muss natürlich immer auch einen Teil meines Kapitals riskieren. Das heißt, wenn ich eben nur so wenig zur Verfügung habe, laufe ich auch Gefahr, dieses Geld relativ schnell zu verlieren oder es ist ein langer, langer Aufbauprozess. Und die zweite Geschichte ist, dass alles Geld, was ich in die Märkte fließen lasse, eben auch Geld sein sollte, auf das ich bestenfalls verzichten kann, ohne dass sich mein Leben irgendwie ändert. Das Gefühl, was bei Verlust eintritt, ist natürlich ohnehin immer ein großes, das versteht sich, aber das Leben an sich, das normale
Leben, wie sie es führen, sollte nicht beeinträchtigt sein. Und das andere ist die Bereitschaft, also die Risikotoleranz. Wie bereit bin ich, welche Risiken einzugehen? Und da erlebe ich tagtäglich skurrilste Situationen, Geschichten, die mir Klienten erzählen, wo ich mich immer frage, ja, wo kommt das denn jetzt wieder her? Und ich habe einfach festgestellt, dass wir, wenn es um das Thema Geld geht, Trading, diese virtuelle Art, mit unserem Geld umzugehen und es zu vermehren, uns oftmals einerseits die Distanz zu den Märkten fehlt, andererseits aber auch die Nähe zu unserem Geld. Das ist eine sehr komplexe Materie. Wenn wir über Risiken sprechen, gibt es natürlich zwei Arten von Risiken. Die systemischen, auf die habe ich keinen Einfluss. Das ist sowas wie Inflation, Zinsänderungen. Die spüre ich vielleicht am langen Ende, vielleicht auch nicht. Es gibt eine ganze Menge von diesen Einflüssen und oder beziehungsweise diesen Risiken. Und es gibt die unsystemischen. Und die kann ich selber bestimmen und einstellen, aber eben auch nicht ausschließen. Das heißt, so oder so, wenn wir mit Geld unterwegs sind, bleibt uns nichts übrig, als ein Risiko einzugehen. Aber wichtig ist, dass wir uns der Dinge bewusst sind. Etwas, worauf ich später noch komme, ist ja unter anderem das Übernachtrisiko. Das tragen viele, also alle Anleger sowieso schon mal, ohne, weil das ist auch ein anderer Zeithorizont, ohne darüber überhaupt über nachzudenken. Aber das Übernachtrisiko in Zeiten, vor allem beispielsweise höherer Volatilität, auch Stichwort hier wieder das letzte Frühjahr oder eben aber auch rund um die Wahl in Amerika, auch da war es recht nicht ganz so turbulent, aber immerhin noch turbulenter als die Durchschnittswerte. Und da muss man sich eben auch mal Gedanken machen, dass ich, wenn ich eine Position über Nacht, über mehrere Tage halte, auch eben mich bestimmter Risiken aussetze. Und natürlich kann ich vieles selber bestimmen, wie mein Stop, wie eben auch mein Ziel. Ich kann auch die Positionsgröße selber bestimmen. Ich kann den Hebel selbst bestimmen. Ich habe relativ viele Einflussmöglichkeiten, bin aber trotzdem in gewisser Weise natürlich abhängig von dem, was die Märkte machen. Und darauf habe ich keinen Einfluss. Ich höre immer wieder, naja, das war eine falsche Entscheidung oder auch das war eine richtige Entscheidung. Ich glaube, dass es keine richtigen und falschen Entscheidungen in diesen Finanzangelegenheiten für den einzelnen Trade gibt, weil die Bewertung kommt immer erst im Nachhinein. War das richtig oder falsch? Und das hängt von unter anderem drei Dingen ab. Das hängt zwar von noch viel mehr ab, aber es hängt auch davon ab, wie ist mein Risiko und Money Management. Ein zweiter Punkt ist, wie lange bin ich denn in dem Trade drin? Oder wie lange habe ich mein Investment geplant? Das ist hier ein ganz entscheidender Punkt. Viele sehen vielleicht nach wenigen Tagen oder Wochen, dass etwas nicht nach ihren Wünschen läuft, dass sie andere Ziele verfolgen. Aber man muss sich immer bewusst sein, bei jeder Strategie, egal was man tut, wenn man sie in gewisser Weise getestet hat, das Ganze einen positiven Erwartungswert hat, dann können wir uns einfach auch darauf verlassen, dass Gewinn und Verlust zu einer Strategie dazugehören, denn das macht die Strategie aus. Das ist wie mit Tag und Nacht. Und dass neben diesem eben nicht nur Gewinn und Verluste zugehört, sondern eben auch Phasen, wo mehr Gewinne auflaufen und auch Phasen, wo es eben Verluste hintereinander gibt. Das muss ich lernen zu akzeptieren, denn das ist letztlich beides Teil des Erfolges. Denn Statistik beruht natürlich nicht nur auf den Gewinnern, auf der anderen Seite natürlich auch nicht nur auf den Verlierern. Und insofern ist das ein wichtiger Punkt. Und ein dritter Punkt ist das Verhalten und die Persönlichkeit der Person, die es eben ausführt, die die Entscheidungen fällt. Und da kommt, und das weiß man seit vielen, vielen Jahren, die klassische Behavioral Finance, also wie verhalten wir uns in Situationen, wenn es um Geld geht. Da weiß man im Prinzip seit 4 Jahrzehnten, worum es eigentlich geht. Einzig sehe ich bei vielen Leuten immer noch keine Veränderung. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir Menschen sind. Wir machen Fehler in diesen Angelegenheiten, auch weil wir es nicht abschätzen können, wo unsere Entscheidung letztlich zu hinführt. Das ist anders als bei einem Musikinstrument. Wer beispielsweise seine Bratsche oder sein Klavier täglich bearbeitet, der wird zwangsläufig besser, bis er an eine bestimmte Grenze kommt. Aber die Frage ist, wie werde ich als Trader oder Traderin besser? Möglicherweise durch gutes Risiko- und Money-Management, aber letzten Endes auch durch
Entscheidungen, die aufgrund von, ich sag mal, vernünftigen Grundlagen entstehen, basieren und dann eben auch regelmäßig und richtig umgesetzt werden. Das, was bei jedem Trade, den wir eingehen, immer wieder eine Rolle spielt, ist natürlich das Gefühl, die Bewertung dessen, was da passiert. Und stellen Sie sich vor, hier in der Mitte des Koordinatenursprungs habe ich hier blau gezeichnet, gehen wir eine Position ein. Wir kaufen etwas, beispielsweise Aktien, beispielsweise CFDs, Futures, es ist egal. Und wir haben nach kurzer Zeit einen Gewinn von circa 1000 Einheit, sei egal, Schweizer Franken, Euro, US-Dollar, britisches Pfund. Symbolisch einfach dafür, wir sind im Gewinn. Dieser gefühlte Gewinn, das sieht man ja in der Kurve, ist durchaus anders als der gleiche Betrag eines gefühlten Verlustes. Die Freude, möglicherweise nicht ganz so groß, aber riesen Katzenjammer, wenn ich auf der Verliererseite bin. Man hat das in den 1970ern bereits herausgefunden. Die Kollegen Kahnemann und Tversky haben sich damit auseinandergesetzt. Das Ganze geht in die Prospekttheorie ein und man sieht, dass das Verhalten beziehungsweise das Gefühl aufgrund eines Kaufs oder Verkaufs einer Position trotz gleichen Geldbetrags etwas ganz anderes in uns macht. Und man sieht auch, dass die Kurve sich auf der Gewinnerseite anders verhält als auf der Verliererseite. Und das schauen wir uns mal nochmal genauer an. Denn wenn wir die Möglichkeit hätten, weiter zu handeln und einen zweiten Tausender zu verdienen, ist die Freude mal nicht mehr ganz so groß. Und wenn wir vielleicht noch einen dritten Tausender verdienen könnten, einzig und allein aufgrund der Geschichte, dass der Trend intakt ist, wir starke Bewegungen haben, wir könnten es also, aber es gibt in uns auch etwas, was sagt, naja, so lohnenswert ist das nicht. Der erste Tausender hat mir so viel Freude gemacht, der zweite nur noch so ein bisschen und beim dritten, da lohnt sich das kaum noch. Auf der anderen Seite, denn der tatsächliche Gewinn fühlt sich zum gefühlten Gewinn meistens natürlich etwas anders an und Gewinne werden deswegen oft relativ früh realisiert. Das hat Gründe, das eben angesprochene Sicherheit und Risiko spielt da eine Rolle, aber genauso eben auch die Abneigung gegen Verluste, die ich ja dann nicht mehr haben kann, wenn ich einen Gewinn mitnehme. Auf der anderen Seite, wir haben es eben schon gesehen, Katzenjammer bei Verlust, aber wenn ich den nächsten Tausender verliere, dann ist der Verlust schon nicht mehr so groß. Der finanzielle zwar nochmal ein Tausender, aber dieser gefühlte Verlust, der tut lange nicht mehr so weh. Und so passiert es, dass man letztlich mal, ich sag mal, das Gewitter vorüberziehen lässt, das Ganze aussitzt und im Prinzip erstmal gar nicht handelt. Warum sitzt man Verluste aus? Einerseits auch, weil man keine Verluste haben will, die hätte man ja, wenn man die Position verkauft. Andererseits, weil man aber auch die Entscheidung nicht bedauern will. Denn nach Verkauf gibt es immer wieder Situationen, wo es natürlich mal besser aussieht. Und dann natürlich will man sich, das ist, ich sag's mal, hören bestimmt wieder ein paar mehr Männer zu als Frauen, das haben wir ja meistens, ist es so, dass Stolz und Selbstüberschätzung da eine Rolle spielen. Und da sind, ich sage mal, Frauen eher lernfähig, dass sie sagen, na, den Verlust will ich nicht noch größer werden lassen. Das heißt, dieser Effekt, dass ich mich darum kümmern muss, wie fahre ich Gewinne ein, wie sorge ich dafür, dass meine Verluste nicht zu groß werden, die habe ich als Trader immer an der Backe. Und das werden wir nachher sehen, dass das. Und das ist einer der wesentlichen Ursachen für viele, viele Fehler, die gemacht werden. Diese Gefühlsverquickung mit der vermeintlichen Finanzverquickung. Und das sorgt eben dafür, dass ich da am langen Ende auf beiden Seiten Geld verliere. Auf der einen Seite reize ich einen Trade nicht aus, auf der Gewinnerseite. Auf der anderen Seite mache ich mir unnötige Verluste. Und das führt dazu, dass ich dann, wie gesagt, auf beiden Seiten verliere und das eben ist beim Markteffekte-Trading eine ganz andere Geschichte, glücklicherweise. Und das werden wir dann auch sehen und auch warum. Ein zweiter Punkt, der uns und unsere Persönlichkeit natürlich immer beeinträchtigt, ist die Beschäftigung mit Finanzinformation. Und Finanzinformation, ich nenne das meistens Finanzentertainment, genauso wie ich die vermeintlichen Experten auch mit dem Wort vorsichtig nicht unbedingt immer als Experten sehe. Wir befinden uns oftmals im Bereich von Finanzentertainment. Die Story muss stimmen, die Geschichte muss sich gut anhören. Warum? Weil wir Menschen Geschichten mögen.
Ich komme später zu diesem Aspekt noch zurück, denn das ist ein Teil von Trading, dieses Drumherum, dieses Bühnenartige, dieses Aufregende, man weiß nicht, was passiert. Das sind alles Dinge, die uns auf der Neuroebene ganz stark ansprechen, weil wir einfach Lust auf sowas haben. Das ist Abwechslung, das ist reine Freude, Kreativität, viel passiert da. Aber was passiert tatsächlich, wenn es um die reine Information geht? Also die Beschäftigung mit Finanzinformationen sorgt für viele dazu, führt für viele dazu, dass sie das Gefühl haben, sie sind jetzt kompetent. Sie kennen sich in einem Gebiet aus. Genauso ist es die Bücherregale voll mit Büchern, beispielsweise aus dem Finanzbuchverlag. Viele haben sie und haben sie auch gelesen. Aber beim Traden geht es letztlich darum, auch aktiv etwas zu tun, denn sonst kann sich das Geld nicht vermehren. Und diese vielen Geschichten, die auch spannend klingen, und jeder ist da auf seine Weise anfällig. Ich mag Geschichten rund um Biotechnologie, Pharma. Als Biochemiker ist das für mich sehr interessant. Und wenn das plausibel klingt, dann war ich früher auch geneigt, mich damit auseinanderzusetzen oder vielleicht die ein oder andere Aktie auch mal zu kaufen. Auf der anderen Seite muss man wissen, dass Aktien aus dem Chemie-, Pharma-, Biotech-Bereich sehr kurslückenanfällig sind. Denn aufgrund von Nachrichten gibt es da durchaus mal satte Sprünge in die eine oder andere Richtung. Und das wissen wir jetzt. Man kann sich natürlich für die ganzen Impfstoffproduzenten, kann man sich diese Aktien mal zusammenlegen und dann kann man mal gucken, wer profitiert oder wer eben auch nicht. Aber man läuft da auch immer Gefahr, bei einer schlechten Nachricht gleich mal 10 oder 20% zu verlieren. So, und diese Branche, die verwirrt uns letztlich, weil sie uns von den Fakten wegführt. Sie suggeriert uns Dinge, sie zeigt uns in farbenfrohen Bildern. Ich liebe übrigens Schwarz-Weiß-Fotos, sieht man hier vielleicht auch. Und sie wird immer mehr, werden Dinge diskutiert. Wenn jetzt ein Aktientipp kommt, kann sein, dass wir den auf den Social Media von, jetzt kommt drauf an, wer ihn dann auch noch postet, dass wir einfach direkt in Situationen geraten, wo wir dabei sein wollen, wo wir das plausibel finden, wo wir mitmachen wollen. Und das regt eben uns an. Also wir haben einerseits diese Geschichte, die ich eben kurz erwähnt habe, wo es darum geht, wie wir uns im Gewinn- und Verlustfall verhalten. Diese müssen wir immer wieder durchs Neue durchleben. Und genauso müssen wir gucken, wo sind die Grenzen von Information zu Entertainment? Was kann ich damit anfangen und kann ich überhaupt was damit anfangen? Ich erlebe immer wieder, dass sich viele Menschen mit Finanzinformationen beschäftigen und ich starte hier eine kleine Umfrage und bin gespannt, wie weit Sie, wo habe ich Sie denn jetzt da, inwieweit Sie Zeit mit dem Thema Finanzinformation verbringen. Unter Finanzinformation meine ich erstmal, ich beschäftige mich mit den Printmedien, mit den Newsletter, Radio, Fernsehen, Finanzportale, auch Live-Veranstaltungen. Also wie viel Zeit am Tag beschäftige ich mich mit Finanzinformation? Und diese Frage, ich habe das auch in meinem Buch publiziert, die stelle ich immer wieder gerne und eigentlich unabhängig von der Teilnehmerzahl, sollte natürlich eine bestimmte Größe haben, kann man feststellen, dass sich das da so ein bisschen wie ein Drittel zu ein Drittel zu ein Drittel verhält. Warum frage ich das? Weil es einfach wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, mit wie viel Zeiteinsatz wir welchen Ertrag erwirtschaften. Das ist bei vielen nicht ganz so gut, bei anderen wieder sehr, sehr gut. Und Mittelding gibt es oft kaum. Und ich lasse dann manchmal auch Klienten eben die Gewinne und oder auch Verluste, die monatlichen mal runterrechnen in einen Stundenlohn. Und da kommen oft Dinge raus, die dem einen oder anderen auch Tränen in die Augen treiben. So, ich lese mal kurz vor, was sich hier ergeben hat. Nur 18% sind bis 30 Minuten unterwegs mit Finanzinformationen täglich, 30 bis 60 Minuten, ein gutes Drittel und fast 50%, im Moment 49%, beschäftigen sich mehr als eine Stunde mit dem Thema.
Nun müsste man natürlich fragen, inwieweit Sie das als Ihre Hauptaufgabe sehen, sich mit den Finanzmärkten auseinanderzusetzen. Also es würde einige Zusatzfragen geben, die dieses Ergebnis vielleicht noch mehr erleuchten würden. Aber machen Sie mal eine Bilanz und schauen Sie mal, was stündlich letztlich dabei rumkommt, wenn Sie sich so lange, so viel Lebenszeit auch mit den Märkten, mit dem Finanzmarkt auseinandersetzen und fragen Sie sich, inwieweit Sie vielleicht auch andere Talente leben können. Es gibt eine Studie von Giusi und Giappelli, die ist ein paar Jahre alt und die Jungs haben herausgefunden, zwei italienische Psychologen, die auch da im Finanzbereich unterwegs sind, die haben nichts anderes herausgefunden, als dass sie sagen, wir sollten unsere Zeit, um uns mit Finanzinformationen zu beschäftigen, deutlich eingrenzen. Wir sollten uns Limits setzen, einfach deswegen, weil wir uns sonst verzetteln, denn es führt nicht, und darum geht es im Wesentlichen, nicht zu besserer und höherer Performance. So, gehen wir einen Schritt weiter und kommen jetzt zum Thema Rhythmus, Zyklus, Wirtschaftsschwankungen. Rhythmus ist was, was wir im Leben immer haben. Wir können es wiederholen. Dinge, wir machen das bestenfalls so, dass es uns gut tut. Es gibt Menschen, die gehen einmal in der Woche in die Sauna. Es gibt Menschen, die laufen dreimal die Woche 10 Kilometer. Es gibt Menschen, die meditieren jeden Morgen. Rhythmus ist was und gute Gewohnheiten ist was, was unser Leben, unserem Leben Struktur gibt. Auch denjenigen, die vielleicht Struktur nicht ganz so mögen. Ich gehöre auch zu denjenigen, dass Struktur ist mir oft zu anstrengend, mich da an Dinge halten zu müssen. Aber eins weiß ich, es schafft Ruhe und es schafft, so wenn man Statistiken glaubt, auch oder führt in der Regel auch zu einem höheren Lebensalter und in jedem Fall auch zu mehr Lebenszufriedenheit. Rhythmus in wirtschaftlichen Zusammenhängen nennt man Zyklus, es ist letztlich nichts anderes. Und wenn wir ein bisschen differenzierter hingucken, Wirtschaftsschwankungen, die treten auf saisonal, also quasi entsprechend den Jahreszeiten. Es gibt aber auch die sogenannten vierjährigen Geschichten oder eben die 40- bis 60-jährigen. Da sind wir dann im Bereich von strukturellen Geschichten, da sind wir bei Kondratjew-Zyklen als Stichwort. Wer da was lesen mag, kann gerne Markteffekte-Büchlein von mir auf der WSF-Invest-Seite dazu sich das ein oder andere angucken. Soll heute aber keine große Rolle spielen, weil wir uns eben nicht mit den langfristigen Geschichten auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz schauen wir mal, wie gewisse Dinge eben saisonal sind. Dass wir einem gewissen Rhythmus unterliegen, Biorhythmus, Tag-Nacht-Rhythmus, Schlaf-Wach-Rhythmus und so weiter. Nicht zuletzt der Mondrhythmus sind Rhythmen, die uns bewegen. Und wer genau hinspürt, weiß, dass es Phasen im Mondzyklus gibt, wo es sich vielleicht besser anfühlt, wo es vielleicht einfacher sich anfühlt. Und das ist ganz individuell natürlich von Person zu Person. Aber Rhythmus spielt in unserem Leben eine Rolle. Und nun schauen wir mal etwas tiefer in die Materie. Ich habe hier eine Ausgrabungsstätte, also wir gucken uns hier altes Wissen an. Die hier ist auch auf Amrum eine kleine, schöne Stätte und wir schauen mal etwas weiter. Denn es geht ja um Effekte, die sich wiederholen und die Frage ist auch, wie wir sie nutzen können. Ich habe hier eine Grafik, die auf den ersten Blick etwas verwirrend aussieht. Ich erkläre kurz, was man sieht. Man sieht hier im Prinzip den S&P 500 dargestellt aus den Jahren 1881 bis 1969, jeweils auch mit den entsprechenden Vorgängernamen der Indizes. Der S&P 500, der hieß ja nicht auch in früheren Jahren so, sondern es war der S&P 425 Industrial und davor war es der Cowell Commission Industrial. Was hat man gemacht? Man hat im Prinzip geguckt, was oder wie hat sich der Kurs des S&P 500, also die Rendite, vom 1. Januar eines bestimmten Jahres bis zum Ende des Jahres, also 31. Dezember eines bestimmten Jahres, entwickelt. Und man hat da, und hier sieht man hier unten, First, Second, Third, Fourth bis Tenth, hat man sich eben die entsprechenden Jahre, die auf 1, auf 2, auf 3, auf 4, auf 5 und so weiter endeten, angesehen. Und da eben hier unterschiedliche Geschichten eingetragen sind,
Kann man auf jeden Fall mal hier für oben von 1961 bis 69, das ist eine 10-jährige Kurve, also quasi nur darüber. Darunter die Kurve zeigt die Jahre 1951 bis 1960. Und hier diese untere Kurve, die ist mit am aussagekräftigsten, denn die zeigt den Durchschnitt der Jahre von 1881 bis 1960. Und da fließen eben dann circa 80 Jahre ein. Das heißt, wenn ich hier dann den Januar, wenn ich dann hier den das Einserjahr betrachte, dann ist es so, dass da eben in diese Kurve hier unten jeweils, was haben wir denn dann, 8 Dekaden eingeflossen sind, also mit Abstand die aussagekräftigste Kurve. Und was kann man sehen? Dass in Fünferjahren, also Jahre, die auf 5 enden, 1965, 65, 1965, 55 und so weiter, wie sie alle heißen, ich da eben eine deutliche Rendite habe und ich auch in den 8er Jahren hier starke Steigungen habe. Und das, weil diese Grafik etwas verwirrend ist, habe ich in eine nicht weniger verwirrende Tabelle übersiedelt, von der ich jetzt einen Teil direkt ausblende, damit es für Sie einfacher ist. Ich habe hier den S&P 500 mit den Jahresendzahlen 1 bis 10, also eigentlich bis 0, habe ich hier abgebildet und jeweils die Renditen für die einzelnen Jahre dort eingetragen. Die habe ich jetzt bewusst ausgeblendet. Das heißt, wir sehen hier, das fängt bei 1881 an, geht hier bis 2000. Und diese Jahre habe ich hier zusammengefasst in Jahre, in denen Plusjahre, das sind die Jahre, in denen Rendite erwirtschaftet wurde, in Minusjahre und in Total in Prozent. Das heißt, wie viel Prozent tatsächlich in diesen Jahren von 1881 bis 2000 verdient wurde, wenn man letztlich eben nur im einer Jahr, also im auf 1 endenden Jahr oder auf 2 oder auf 5 oder wie viel auch immer endenden Jahr investiert war. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Raimund, was soll das Ganze? Kein Mensch lebt 120 Jahre und bis man das rausgefunden hat, wie auch immer. Nichtsdestotrotz geht es darum, Dinge zu entdecken, mit denen man vielleicht Geld verdienen kann. Und ich sag hier mal in der kleinen Zusammenfassung, Plusjahre in den Fünferjahren, alle 12 Fünferjahre waren sehr renditefreudig mit einem insgesamten prozentualen Zuwachs von 288% und auch die 8er Jahre, von denen 10 positiv war und nur 2 Minusjahre dabei, waren sehr ertragreich, wohingegen die 7er Jahre und die 0er Jahre letztlich nicht wirklich zum Erfolg beigetragen haben. Wenn ich das Ganze in diesem Jahrtausend mir auch angucke, von 2001 bis 2020, dann stelle ich fest, dass zumindest sich in den ersten 2 Jahrzehnten etwas ganz anderes ableitet, dass da beispielsweise die 3er Jahre und die 9er Jahre viel attraktiver waren, aber die Jahre auf 1 und 8 nicht wirklich die besten waren. Ich bin gespannt, was dieses Einserjahr dazu beitragen wird. Es geht also hier darum zu zeigen, ich kann etwas beobachten, ich kann etwas auch wissenschaftlich nachweisen. Und hier kann man natürlich mit Recht sagen, ja, aber Raimund, das tritt doch viel zu selten auf. Das sind doch Jahre und Jahrzehnte. Stimmt. Aber wir werden auch noch jetzt natürlich Dinge kennenlernen, die viel näher sind, mit denen wir viel leichter Geld verdienen können. Zu den Kalendereffekten gehören die sogenannten Jahreseffekte. Wie kann man beobachten, beispielsweise in den Agrarmärkten? Wir wissen einfach vom Setzling oder von der Aussaat bis zum letztlichen Ergebnis durchläuft ein, ich sag mal, ein Agrarprodukt einen Jahreszyklus, genauso wie wir das durchlaufen, mit Frühlingsgefühlen, einem hoffentlich entspannten Sommer, einem vielleicht etwas farbenfrohen Herbst. Schließlich dann aber auch einem vielleicht knackigen Winter. Also wir kennen das, Jahreseffekte, und die spielen auch natürlich bei den Energieversorgern eine Rolle. Wer Gas und Öl im Winter kauft, weiß, dass das in der Regel etwas teurer ist, als wenn man das Ganze in der vielleicht nicht ganz so nachfrageintensiven Zeit im Sommer oder im Frühling kauft. Also es gibt auch da Zyklen. Wir wissen das bei Agrarprodukten, wir wissen das bei der Energieversorgung, aber wir wissen das auch bei Industriemetallen. Ich habe mal vor einer Zeit bei einer Firma, die Industriemetalle verkaufte, einen Vortrag gehalten. Das ist schon einige Jahre her und es ist sehr spannend,
dieses Thema sich auch mal anzugucken, denn auch dort, ob es um Blei, Aluminium oder Kupfer geht, spielt keine Rolle. Auch dort gibt es natürlich bestimmte Rhythmen, zu denen wir besser einkaufen oder vielleicht auch besser verkaufen, wenn wir uns diese Geschichte ins Depot gelegt haben. Neben diesen Jahreseffekten, die etwas größer sind, gibt es Tageseffekte. Da kann man jetzt natürlich sagen, was ist ein Tageseffekt? Ich zeige gleich einen, der ist ganz lustig. Aber hier ein Tageseffekt könnte sein, Freitag der 13. tritt ein paar Mal im Jahr auf. Wie verhalten sich bestimmte Märkte da? Könnte man messen. Man könnte auch Halloween gucken. Für viele ein interessantes Datum, der 31. Wir kommen später noch auf Halloween zurück, aber Halloween als einzelner Tag, 31.10., könnte für uns auch vielleicht spannend sein, mal zu gucken, was passiert denn da? Und so gibt es viele Möglichkeiten. Man kann auch sagen, ich gucke mir einfach immer den ersten, ja, nehmen wir den ersten Freitag nach Vollmond an oder den ersten Dienstag im Monat oder was auch immer. Wir können letztlich vieles statistisch erfassen. Und es gibt etliche Publikationen, da sind Sachen geprüft worden, da wundert man sich schon. Und vieles verläuft natürlich dann auch im Sand, weil die Effekte einerseits vielleicht nur über bestimmte Zeiträume zu sehen sind, weil sie dann manchmal auch nachlassen, weil sie sich ändern, weil es gibt viele Dinge, die da eine Rolle spielen können. Es gibt den Monatsende-Effekt, das ist einer meiner Lieblingseffekte, weil er einfach so verlässlich ist. Das ist für mich die Mutter der Effekte, ich zeig's nachher und dann gibt es auch noch den reinen Monatseffekt, den ich von den Monatsendeffekten natürlich unterscheide. Denn wenn man etwas über Monate hält und die meisten kennen die sogenannte Börsenweisheit Sell in May and go away mit dem Zusatz und Comeback in, naja, gibt es da verschiedene Varianten. Aber letztlich ist Ausdruck dieses Effekts, ich halte meine Position über ein paar Monate und dann bin ich ein paar Monate ohne Position, also im Cash-Markt von mir aus unterwegs, um dann wieder einzusteigen. Etwas, was ein Stück weit auch in den Bereich von Jahreseffekt geht, aber eben auch etwas langfristiger. Man kann mit Jahreseffekten Geld verdienen. Da gibt es viele, viele Studien. Ich habe eine mitgebracht, um mal zu zeigen, wie das sich in den Agrarmärkten verhält. Wer es nachlesen will, kann das bei Borowski und Lukasik. Das ist eine Publikation aus 2015. Die meisten Publikationen sind in englischer Sprache, also durchaus sehr wissenschaftlich abgehalten. Und oft für uns Trader ist das Ergebnis ja interessant. Also 7 Agrarmärkte wurden untersucht, von Weizen über Weiß, Kaffee, Kakao, Zucker, Baumwolle. Alles war dabei und man hat dort 20 Jahre unter die Lupe genommen. Was wollte man wissen? Gibt es im Jahr möglicherweise Zeiten, wo man besser in den einen oder anderen Markt investiert ist oder wo sich das rausmittelt. Man wollte einfach diese Märkte kennenlernen. Dafür hat man Statistik betrieben und hat herausgefunden, dass es letztlich Monatseffekte gibt, die durchaus spannend sind. Man hat aber auch versucht, Tageseffekte zu finden, Wochenendeffekte, hat man aber nicht nachweisen können. Und man ist dann dazu gekommen, dass man sagt, okay, es scheint Monatseffekte zu geben, nicht in jedem Markt. Im Mai, beim Mais zum Beispiel im Dezember, das schauen wir uns gleich an, im Juli beim Weizen. Und bei den anderen entsprechend habe ich das hier auch nochmal mitgebracht. Nicht unbedingt immer ein Effekt. Also bei Kaffee gab es über das ganze Jahr keinen Effekt. Also wer gerne Kaffee trinkt, sollte dabei bleiben, aber nicht unbedingt in Kaffee investieren, denn das ist in gewisser Weise eine Wundertüte, die sich bestenfalls so entwickelt, dass sich das Ganze rausmittelt, wenn man immer mal wieder mit Kaffee handelt. Anders bei Zucker gibt es gibt es Monate, wo das Ganze tatsächlich lukrativ sein kann und Kakao, Baumwolle, Sojabohne entsprechend auch. Schauen wir uns kurz den Mais an. Mais im Dezember hat tatsächlich eine sehr hohe, also Maispreise steigen im Dezember und man kann letztlich damit relativ verlässlich Geld verdienen. Man sieht hier das prozentuale Verhältnis von circa 76% zu 24. Und wenn man sich immer wieder auf den Monat Dezember fokussieren würde, beim Mais könnte man damit Geld verdienen. Wäre spannend.
eben in diesem Bereich das dann mal auch zu tun, muss man natürlich häufiger die Chance haben, versteht sich von allein. Und man muss natürlich auch bedenken, dass sich selbst in den Agrarmärkten Rhythmen auch mal verändern können, ausbleiben können oder sich auch aufgrund von globaler Entwicklung was umdreht. Wer das Geld dann im Dezember bestenfalls gut verdient hat, der kann dann im Juli sich beim Weizen nicht ganz so ausgeprägt, aber mit 71% zu 28, also zu 29% grob, könnte man auch im Juli Weizen verdienen. Wer Lust hat, auf der Short-Seite zu handeln, hat ein umgekehrtes Verhältnis übrigens im Juni. Die in den 20 Jahren dort ermittelten Zahlen belegen einfach, dass man da besser auf der Short-Seite war oder eben, wenn man sich das nicht zutraut, eben nicht im Markt ist. Wir haben neben diesen Effekten natürlich, die für uns anschaulich sind, weil es einfach klar ist, dass sich die Welt auch in, ich sag mal, im Jahreszyklus bewegt, haben wir aber eben auch Tageseffekte. Und Tageseffekte, ich habe hier so etwas wie eine kleine Monatsuhr aufgemalt, die zeigen uns hier an dieser Stelle, dass wir beispielsweise große Verfallstage haben. Am dritten Freitag in den Monaten 3, 6, 9 und 12, also März, Juni, September und Dezember. Und die habe ich hier mal rot eingezeichnet. Das sind Tage, an denen sich tatsächlich was tut. Wir haben damit zu tun, dass sich sowohl die Futures wie die Optionen, dass die entsprechend glattgestellt werden, neue Kontrakte dann, ich sage mal in Anführungszeichen, in Kraft treten. Und wir haben an diesen Tagen eigentlich von 12 Uhr, von 13 Uhr, wir beginnen mit den Stocks, mit der ganzen Stocks-Palette, gehen dann über DAX, TecDAX, MDAX ab 13 Uhr, irgendwann bis abends 17:30 Uhr dann auch so weit, dass das auch Aktienoptionen trifft. Und wir haben an diesen Tagen Volatilität, teilweise auch schon im Vorfeld, teilweise aber eben auch danach. Das heißt, wir haben Effekte, die wir auch für diesen Tag messen könnten. Schauen wir uns nur diese dritten Freitage in diesen Monaten an. Wir können aber auch drumherum schauen, was passiert 1, 2, 3, 4, 5 Tage danach oder davor. Davor oft weniger, danach oft mehr. Das ist einfach Statistik und Wissenschaft, die jeder von uns betreiben kann. Ist ein bisschen Arbeit, aber wir haben ja heute fast alle Daten zur Verfügung. Daneben gibt es natürlich auch in Unternehmen, mal abgesehen von der Weihnachtsfeier, gibt es natürlich auch in Unternehmen etwas, was immer wieder auftaucht. Das sind zum Beispiel eben Quartalszahlen, die man zu berichten hat. Das ist man seinen Aktionären in gewisser Weise schuldig. Und da kommen die erste Woche der Monate 1, 4, 7 und 10, also Januar, April, Juli und Oktober hier zur Geltung. Auch da tut sich was, wenn ich also eben in dem Bereich Aktien von Unternehmen unterwegs bin, habe ich auch damit etwas zu tun, was regelmäßig stattfindet. Genauso von höherer Stelle das Wachstum, das Bruttoinlandsprodukt wird auch in diesen gleichen Monaten wie den gerade gezeigten, also auch hier grün, letztlich veröffentlicht und führt auch zu Bewegungen, weil es einfach wichtig ist, wie andere Wirtschaftsdaten übrigens auch. Ich habe hier nochmal sehr klare und bedeutende herausgenommen, aber auch Aktienrückkäufe in diesen Monaten finden statt und darüber hinaus noch, es durchbricht es hier ein bisschen in der ersten Woche vom November. Das heißt, wir sehen, dass wir auch im Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich durchaus eine gewisse Struktur haben. Und Struktur und Wiederholung führt eben oft auch dazu, dass wir natürlich was Messbares in der Hand haben und darauf möglicherweise eine Strategie aufbauen oder eben auch einen Effekt entdecken. Wer sehr gerne seine Urlaubskasse aufbessert, derjenige, der wäre gut beraten, und das hier sind Daten aus den USA, 3 Tage vor den großen Ferien zu traden, denn da ist ein überdurchschnittlich starker Tag. Ich habe das hier den Minus-3-Tag genannt. Wir sehen hier in dieser Grafik aufgetragen, was man prozentual an diesem Tag letztlich verdienen kann. Der größte Balken ist ganz links. Das ist Pre-H, heißt vor den Ferien, also Pre-Holiday. Minus-3, der Minus-2-Tag. Interessanterweise ist sogar ein Tag, an dem man nichts verdienen kann, dann kommen wieder die Tage minus 1, also sprich,
der Tag vor den Ferien und dann kommt der erste Ferientag und der zweite Ferientag. Also neben dem starken Minus-3-Tag ist durchaus auch diese Phase vor den Ferien geeignet, um Geld zu verdienen. Und ihr seht hier als letzten Balken auf der sechsten Position Others. Das sind letztlich alle anderen Handelstage. Und da seht ihr, dass es durchaus eine spannende Geschichte ist, den amerikanischen Aktienmarkt, in diesem Fall der S&P 500, eben dort zu handeln. Und auch in dieser Statistik sind immerhin 17 Jahre eingegangen. Und das Ganze ist von zwei Wissenschaftlern publiziert unter dem Namen Seasonal Anomalies. Tja, ist es eine Anomalie oder ist es ein Effekt? Wie gesagt, ich finde den Namen Effekt viel passender, weil es etwas ist, worauf ich mich im weiteren Sinne verlassen kann, was sich wiederholt. Und dieser Begriff Anomalie, der geht einfach auf Zeiten zurück, in denen man davon ausgegangen war, dass der Markt ein sehr strukturierter, kontinuierlicher ist, dass wir Menschen auch weniger emotionsbasiert handeln, sondern man den nutzenorientierten Homo economicus als den klassischen Marktteilnehmer hatte, der eben auch diesen vielen Dingen, die da herausgefunden wurde, diesen Modellen einfach zugrunde liegt. Viele von uns kennen den Begriff Sell in May. Sell in May and go away. Das funktioniert. Lassen Sie sich nicht von den Daten hier irritieren. Das ist einfach nur der Vollständigkeit halber für Sie, damit Sie das später auch mal nachlesen können. Sie können natürlich auch direkt in die Publikation von Bowman und Jacobsen gehen. Die haben 28 Jahre untersucht. In 37 Märkten haben die einfach mal geguckt, wie sieht's aus mit der Rendite, wenn ich von November bis April, also bis Anfang Mai von mir aus, in den Märkten bin. Und von Mai bis Oktober eben nicht darin. Die genauen Daten, wie sie es gemacht haben, findet man dort ganz gut illustriert. Man sieht in dieser Tabelle die einzelnen Länder aufgeführt, von A wie Argentinien bis United States, Vereinigte Staaten. Und man hat darunter nochmal den gemittelten Weltmarkt. Man sieht, dass viele Länder aus Europa, aber auch anderen Teilen der Welt hier vorkommen und in der ersten Zahlenspalte sieht man dann die durchschnittlichen Zahlen, habe ich mal hier grün gemacht, in was man durchschnittlich eben von November bis April verdienen konnte. Und auf der anderen Seite sieht man dem gegenübergestellt, die Standardabweichung lassen wir mal aus, in der dritten, was man im Mai bis Oktober verdienen konnte. Und manchmal sind die Zahlen gar nicht so unähnlich wie hier im Bereich von argentinischen Markt, aber es gibt auch starke Unterschiede und es gibt auch Minusrenditen in verschiedenen Ländern über diesen Zeitraum. Natürlich gilt das hier auch für die zweite Seite. November bis April ist grün im wahrsten Sinn des Wortes. Da konnte man Geld verdienen oder konnte man besser Geld verdienen, mehr Geld verdienen als in den anderen Zeiten. Also was liegt näher, als diesen Markteffekt zu nutzen, sich ein Portfolio, was man sich gut überlegt hat, im Anfang November, also beginnen mit Halloween, 31. Oktober, bis dann Ende März, Anfang Mai aufzubauen. Die Zahlen sind deutlich und die Zahlen sind auch immer noch so klar, es gibt weitere Studien von Bowman und Jacobsen, die das belegen. Das ist ein Effekt, der, auch weil er so bekannt ist, immer wieder im Interesse vieler Leute steht und immer weiter untersucht wurde. Aber Sell in May ist nicht nur besser als eben der, also nicht nur diese Geschichte, dass es eben in bestimmten Monaten lukrativer ist, sondern Sell in May ist auch besser als das klassische Buy and Hold. Wir haben hier auf der linken Seite auch für einige Länder hier von dieses Mal A wie Australien bis wieder Vereinigte Staaten, United States, haben die Autoren geschaut, wie sieht es denn aus, wenn ich in diesem Jahr einfach die Position, die ganz das ganze Jahr gehalten hätte und nicht das Jahr in gefühlt zwei Teile mir portioniere. In diesem Fall sieht man auch, dass man mit der Halloween-Strategie lange nicht so eindeutig, aber trotzdem im Wesentlichen immer etwas besser, manchmal sogar
deutlich besser fährt als mit der klassischen Buy-and-Hold-Strategie. Und dabei ist natürlich wichtig zu sehen, wenn jetzt jemand sagt, ja, das sind aber doch oft nur 2% oder 3%. Wir befinden uns in Zeiten von Negativzinsen. Wir kriegen für nichts mehr Prozente. Und vielleicht war es damals nicht übermäßig viel. Das kann man sagen. Und es ist ja auch nur Statistik. Nichtsdestotrotz, Sell in May and go away hat sich gegenüber dem anderen Zeitraum, aber auch gegenüber dem klassischen Buy and Hold letztlich als die pfiffigere, lukrativere Variante herausgebildet. Nun, aber Reinhard, die darf ich Welt ist. dich kurz unterbrechen? Darf ich Ja. eine Frage? Es kommt nochmal, sonst ist es zu weit weg, nochmal ein Rückschritt hier zurück zum Urlaubseffekt. Also es wird gefragt von den Investitionen, die zugrunde liegen. Kann man da sagen, Futures, Optionen, CFDs, also gibt es da irgendeinen Hinweis zum Produkt, was man handelt? Also bei der Studie meinst du jetzt? Ja. Also Also beim soweit ich, Urlaubseffekt, den du vorgestellt hast, ne? ja, soweit ich weiß, sind das ist da einfach war jetzt die S&P 500 Geschichte, ne? Moment, muss ich kurz zurückgehen. Nein, weiß ich nicht genau, müsste ich nachlesen, könnte ich aber nachliefern. Wunderbar. Also das ist kein Problem. Entweder der Teilnehmer erinnert mich und schreibt mir kurz. Ich habe eigentlich jede Studie hier, die da aufgeführt ist. Meistens kommt man, wenn man pfiffig recherchiert, mittlerweile auch an die PDF-Files. Ein Vorteil vom Internet. Insofern kann ich auch die Studie rumschicken wahrscheinlich. Also ja, mache ich gerne. Erinner du mich bitte oder der Teilnehmer oder die Teilnehmerin bitte. Ich habe es notiert. Gut, danke dir. Sell in May ist gut, das wissen wir, das haben wir jetzt gesehen, aber Sell in July ist besser. Und das ist ein Teil, wie eben auch Markteffekte funktionieren. Wir müssen uns vielleicht auf die Suche geben. Wir werden nachher sehen, dass es viel einfachere Varianten gibt. Aber wenn wir uns auf die Suche begeben, dann lohnt es sich immer auch etwas zu überprüfen. Nur weil es jemand anders sagt oder weil es publiziert ist, dann stimmt es meistens. Wenn es jemand anders sagt, kann man drüber nachdenken. Aber bei dieser Geschichte ist es eben so, dass hier man auch weitere Statistik betreiben kann. Und der Thomas Hupp, den vielleicht auch der ein oder andere kennt, hat diese Geschichte genauer unter die Lupe genommen. Und er hat in seinen 28.000 Beobachtungen aufgrund von 10 Jahresinvestments mit Aktien und Festzins unterschiedliche Handelsstrategien von 1900 bis 2014 unter der Berücksichtigung von Kosten für Transaktion und Verwaltung Folgendes herausgefunden. Der US-Zins in diesem Zeitraum von 1900 bis 2014, ein sehr langer, großer und wichtiger Datensatz, betrug in diesem Zeitraum durchschnittlich 3,8%. Das heißt, wer 1900 begonnen hätte, bei den meisten dürfte es das dann Mutter, Großmutter oder Urgroßmutter gewesen sein, vielleicht auch Ururgroßmutter oder eben Vater, die an dieser Stelle vielleicht da sich engagiert hätten. Durchschnittlich 3,8%. Wer Aktien von dort bis ins Jahr 2014 gehalten hätte, hätte mit dem klassischen Buy and Hold 7,1% Rendite gemacht. Mit dem Halloween bis Mai-Effekt, also sprich 31. Oktober bis Ende April, Anfang Mai, kommt man mit 7,62% noch etwas besser dabei weg. Und wir sehen, wir haben hier auch einen sehr langen Zeitraum und wir haben dann aber hier sehr spannend Halloween bis Juli die höchste Rendite. Das heißt, es lohnt sich immer auch mal zu gucken, zu hinterfragen, Statistik zu betreiben, denn am langen Ende wiederholen sich Dinge an den Finanzmärkten. Da werden Sie erstaunt sein. Dieses ist eine interessante Erkenntnis, die uns natürlich weiterbringen kann, denn wir sprachen eben auch von wenigen Prozenten. Es sind wenige, aber rechnen Sie das mal ins Jahr um und dann legen Sie mal Ihr oder aufs Jahr um, auf mehrere Jahre um und dann legen Sie mal Ihren, also das, was Sie investieren als Grundlage, ob ich bei 10 investierten Euro vielleicht dann etwas mehr an Prozenten habe, das merkt man letztlich kaum. Das hat man früher auch auf Sparbüchern kaum gemerkt, wenn man kleine Beträge hat. Aber bei großen Beträgen, wenn die investiert sind, spielt das natürlich oder macht sich natürlich das Ganze ganz anders bemerkbar. Für mich die Mutter aller Markteffekte ist
der Monatsende-Effekt. Und der Monatsende-Effekt besagt nichts anderes, als dass man gut Geld verdienen kann in den letzten Tagen eines Monats. Der Monatsende-Effekt steht heute auch auf dem Programm, auch bei Investui. Das werden wir vielleicht noch sehen. Der Monatsende-Effekt ist ein Effekt, den man, und der ist über viele Märkte untersucht, den kann man seit Jahren und Jahrzehnten beobachten und er ist hier dargestellt. Was sieht man? Wir wollen uns nicht aufhalten an wertgewichteter und gleichgewichteter Marktrendite. Das habe ich einfach hier aus dieser Publikation genauso übernommen. Wir sehen einfach nur, dass wir Phasen haben, in denen wir eben besser Geld verdienen können, in denen wir mehr Rendite haben. Und es sieht schon fast Gauss-Verteilungsähnlich, wäre jetzt übertrieben aus, aber wir sehen hier Folgendes aufgetragen. Auf der Y-Achse die Prozente, die man letztlich an Rendite an entsprechenden Tagen verdienen konnte. Wir sehen hier unten die Tage. Ich habe die hier mal dicker noch reingezeichnet, weil die Publikation, da waren die sehr, sehr klein. Ich habe also auch die Skalierung hier nochmal neu dran gemacht, damit Sie auch was lesen können. Sie sehen hier in der Mitte die 1 und die minus 1. 1 bedeutet der erste Handelstag eines Monats. Das muss jetzt nicht unbedingt der erste oder zweite sein. Das kann, wenn da ein Wochenende war, natürlich auch der dritte sein. Also hier sind die Handelstage eines Monats in der Mitte beginnend von 1, 2, 3 bis letztlich 10. Also wir sind ungefähr am 10. Handelstag eines Monats. Und wenn man dann weitergeht, dann kommt man wieder vorne an mit minus 10, das wäre also eigentlich der 11., der 12., der 13., der 14., der 15. und so weiter Handelstag. Also was sieht man hier? Rund ums Monatsende, also die Tage minus 5, minus 4, minus 3, minus 2 und minus 1 vor dem Ende, sind Tage, wo man mehr Rendite macht und ebenso die Anfänge des Folgemonats, wo man mehr Rendite macht als im Durchschnitt an allen anderen Tagen zusammen. Und das nutzt man bei diesem Monatsende-Effekt, indem man sagt, warum soll ich mich überhaupt die ganze Zeit in einem Markt befinden, wenn ich doch weiß, dass ich nur in diesen Tagen investiert sein müsste. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie einkaufen wollen, sich vor irgendeinen Discounter oder Galeria Kaufhof, Karstadt und dergleichen stellen, nachts um 10 und wissen, naja, ich kann ohnehin nur einkaufen von morgens um 9 bis abends oben von mir aus auch 9 Uhr. Diese Phasen, die man für was anderes nutzen kann, wo Geld auch anders arbeiten kann, diese Phasen sollte man in jedem Fall natürlich auslassen, vor allem wenn man die Öffnungszeiten weiß. Und hier bei diesem Markteffekt, der für viele Indizes auch untersucht ist, weiß man, dass es sich vor allem eben lohnt, am Monatsende und Monatsanfang investiert zu sein. Inwieweit man die minus 4, 3 oder minus 5 Tage als Start nimmt, hängt vom jeweiligen Markt ab. Das ist reine Statistik, dass man sich anguckt, wann macht das Sinn und auch wann man den Markt letztlich verlässt, am 4. Tag abends, am 5. Tag morgens. Das sind alles Dinge, die letztlich durch Auswertung und Wissenschaft belegt werden und nicht unserem ich möchte, ich meine und vielleicht sollte man noch unterliegen. Also eine sehr interessante Geschichte als Untermauerung für diesen Effekt, von dem wir gleich noch hören werden. Die Vorteile vom Markteffektehandel liegen einfach darin, dass sie unter anderem regelmäßig auftreten. Regelmäßiges Auftreten ist natürlich wichtig, um hier ein paar Schritte weiterzukommen. Regelmäßige andere Dinge, können wir Zähneputzen nehmen, sind für uns auch wichtig. Das heißt, in dieser Regelmäßigkeit, von der können wir an der Stelle profitieren. Aber nicht nur, dass wir meinen oder glauben, dass etwas regelmäßig ist. Das kann man sich bei Markteröffnungen morgens zwischen 9 und 10 auch überlegen. Tritt hier gerade was Regelmäßiges auf, wenn man es messen kann? Ja, wenn man aber immer nur den Eindruck hat, dass irgendetwas passiert, dann muss man das schon untermauern. Und hierbei spielt die Wissenschaft eine große Rolle. Also inwieweit ist etwas statistisch signifikant? Und das ist bei einigen Markteffekten eben auch deutlich nachweisbar. Das
Interessante beim Marktdefekte-Handeln, und das ist auch ein Vorteil, ist, dass das seit Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht ist. Sie haben gesehen, dass es teilweise Studien sind, die über 120 Jahre Daten gehen, manche aber auch vielleicht nur über 20 oder 30 Jahre, dann aber vielleicht eben auch mit klaren, signifikanten Ergebnissen. Und dass dieses Wissen uns eigentlich auch davor schützen kann, Dinge zu lassen, die gar nicht mal so attraktiv sind, also zumindest nicht auf der finanziellen Ebene. Wir haben, und das ist etwas, was beim Marktdefektehandel besonders interessant ist, wir haben keine zeitaufwendigen Entscheidungsprozesse. Wenn wir alle wahrnehmen würden, was uns Entscheidungen an Kraft kosten und Zeit, also wir hirnen über eine Entscheidung, sollen wir das jetzt tun oder sollen wir das nicht machen? Wir müssen keine Fragen stellen nach dem Was, also wir müssen keine Märkte screenen, wir müssen nicht uns fragen, wie viel wollen wir denn jetzt hier uns engagieren, wie lange wollen wir da drin sein und wie viel Risiko wollen wir eingehen. Beim Marktdefekte-Handeln greife ich einfach auf etwas zurück, was ein Stück weit auch durch eben wissenschaftliche Belege fix ist, worauf ich mich im weiteren Sinne verlassen kann. Ich kann mir natürlich, ich brauche mir dann nicht mehr überlegen, was, denn ich handle den Effekt. Das wie viel, darüber kann ich noch nachdenken. Da sollte ich dieses wie viel natürlich an meiner Kontogröße ausrichten. Und das wie lange, das beantwortet sich bei einem Markteffekt von alleine. Bei einem Tageseffekt ist klar, wie lange das dauert. Bei einem Monatsendeeffekt maximal circa 8 bis 9 Handelstage. Und wie viel Risiko ich gehe, hängt letztlich ein Stück weit nicht mehr wohl von der Einlage, die ich mache, von dem, wie viel ich an der Stelle einsetze, aber das Risiko an sich hängt ein Stück weit am Effekt. Denn ich kann jedem Effekt natürlich auch ein gewisses Risiko zuordnen, ich kann es messen und weiß, wie sich ein bestimmter Effekt auch in seinen Ausprägungen verhalten kann. Das ist also auch ein großer statistischer Vorteil, den ich bei dieser Art von Handel habe. Ein weiterer Vorteil ist das geringere Risiko als bei der Geldanlage. Warum? Fragen Sie jetzt, Geldanlage ist doch, ja, am langen Ende komme ich mit Geldanlage sehr gut zurecht. Also vor allem, wenn ich in den 80ern bereits investiert habe. Wenn ich heute investiere, muss ich mir überlegen, ob Geldanlage so eine gute Idee ist, ob ich nicht vielleicht besser langfristig trade, also mit Stops und Zielen arbeite. Denn ob diese Kostolani-Variante, ich kaufe und warte mal 15 bis 20 Jahre ab, ob die so gut läuft, ist in so bewegten, volatilen, auch so nachrichtenaffinen Zeiten wie heute eine schwierig zu beantwortende Frage. Aber ich habe definitiv ein geringeres Risiko als bei der Geldanlage und beim Trading. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Meine Trade-Dauer beschränkt sich eben nur für die Zeiten, in denen es lukrativ für mich ist zu handeln, was ich vorher ja herausgefunden habe, dass es eben auch genauso ist. Das kann ich belegen. Und selbst wenn ich eine Phase von mehreren Verlusten habe, macht das an der Stelle überhaupt nichts. Denn solange der Effekt besteht, gehört Gewinnen und Verlieren gleichermaßen dazu. Dieses eben nur wenige Stunden oder Tage in einem Trade zu sein, schützt uns eben auch vor vielen anderen Dingen. Das ist im Prinzip wie beim Jagen. Ich weiß nicht, ob heute Jäger unter uns sind, aber auch da bewegt man sich natürlich auch nur raus, wenn man an einer bestimmten Stelle auf seinem Hochsitz warten, vielleicht mit Wildwechsel rechnet, oder die Pferden gelesen hat und weiß, dass zu bestimmten Stunden da vielleicht eine erfolgreiche Jagd stattfinden kann. Auch da setzt man sich natürlich nicht Tage und Wochen lang irgendwo hin und wartet, was passiert. Einem Fischer, wir können in andere Bereiche auch gehen, einem Fischer wird es ähnlich ergehen. Er wird natürlich nicht das ganze Meer abfischen, sondern sich nur an die Stellen bewegen, wo er damit rechnet oder wo er gute Erfahrungen hat, dass dort umfangreiche Fischbestände sind. Das heißt, wir tun eigentlich etwas und deswegen spricht für mich auch, ich sage mal, der Markteffektehandel Jäger und Sammler gleichermaßen an. Ich sammle etwas kontinuierlich, keine Frage, und ich kann es aber auch als die Jagd in bestimmten Zeiten betrachten. Also insofern ist das im Prinzip für jeder Frau oder jeder Mann etwas.
Das Interessante ist auch, dass ich weniger Aufmerksamkeit meinem Kapital widmen muss und darüber hinaus auch der Nachrichtenlage. Denn Marktdefekte sind in gewisser Weise nachrichtenunabhängig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, mein lieber Freund, in Corona-Zeiten war nichts nachrichtenunabhängig. Das stimmt natürlich. Dem müssen wir natürlich Rechnung tragen. Da kann man sich überlegen, ob man in Zeiten von Tsunamis, Corona, hoher, sehr, sehr hoher Volatilität sich auf diese Effekte verlässt. Im Prinzip, wir werden sehen, ja, das konnte man. Und insofern ist die Beschäftigung mit Kapital, und das ist das Erfreuliche, eben nur in der Handelszeit notwendig und nicht in allen anderen Zeiten. Denn was haben wir sonst immer ein offenes Ohr für viele Dinge, die wir sonst noch so im Markt vielleicht gekauft haben und müssen dann immer beobachten, was denn dann letztlich passiert. Wir wollen ja nicht überrascht werden. Dass ich mich selbst um mein Geld kümmere, das liegt eigentlich sehr weit zurück. Das hat verschiedene Gründe, aber ein Aspekt war damals, dass ich, bevor ich 1987, und ich hatte einige damals Fonds im Depot, Asien orientierte Fonds, und ich bin damals zur Bank gegangen, weil ich dachte, damals dachte ich noch, da sitzen Experten, und ich habe gefragt, wie sieht's denn aus? Was soll ich tun? Und habe damals noch mal Frühphase mich halt beraten lassen, und die haben mir einfach nur gesagt, alles super, lassen Sie das so. Ich bin dann auf die Philippinen geflogen und dann nahm die Asienkrise seinen Lauf. Seitdem weiß ich, dass ich mich nur noch auf mich in diesen Angelegenheiten verlasse und unter Zuhilfenahme von Statistik, von meinen eigenen Beobachtungen. Und insofern ist Markteffektehandel natürlich auch etwas, was Freiheit und Unabhängigkeit schafft. Im Übrigen, und das ist auch wichtig, hat man natürlich kürzere Drawdown-Phasen zu durchleben als bei der Geldanlage. Wir sehen das später noch. Bei der Geldanlage nehme ich ja wirklich alles mit, was man mitnehmen kann. Denken wir ans letzte Frühjahr, denken wir aber auch an den Herbst. Im Positiven wie eben auch im Negativen. Die Frage ist aber, wenn ich mein Geld brauche und ich dann im Drawdown bin, trenne ich mich davon oder investiere ich vielleicht in etwas Lukrativeres? Also ein Anleger hat in der Regel, die meisten zumindest, haben kein Mittel, diese Phasen von fallenden Kursen zu durchstehen. Manch einer setzt natürlich seine Position, stellt sie in gewisser Weise glatt, indem er das Ganze mit Zertifikaten absichert. Aber viele sind auch unvorbereitet. Und das kann einen beim Markteffekte-Trading nicht wirklich treffen, wenn man jetzt vor allem von den kürzeren Kalendereffekten ausgeht. Wir haben auch geringere Kontoschwankungen als bei der Geldanlage. Das geht natürlich aus der anderen Geschichte hervor. Einerseits die Tiefe des Drawdowns, also den Wertverlust von meinem, was ich bis dahin schon zumindest auf dem Konto verdient hatte, aber auch eben dieses geringere Schwanken. Was man im Übrigen auch bei Daytradern hat. Jemand, der es kann, der hat keine großen Schwankungen auf dem Konto. Ich höre immer wieder, oh, Daytrading ist gefährlich. Nein, Daytrading ist aus meiner Sicht nicht so gefährlich, wenn man es eben kann. Man geht ja viel weniger Risiko ein. Man hat seine Position viel besser im Auge. Man ist vielleicht viel achtsamer. Also Markteffektehandel toppt das vielleicht in gewisser Weise noch, weil ich eben an Zeiten, in denen ich auch Rendite erwarten kann, im Markt unterwegs bin. Und was Markteffektehandel natürlich auch schult, ist der aktive und bewusste Umgang mit Kapital. Wenn ich vor 10 Jahren etwas investiert habe, dann erinnere ich mich meistens gar nicht mehr daran, was ich da getan habe. Und oftmals stelle ich erstaunt fest, was sich da auf meinem Depot zeigt. Manchmal natürlich positiv, wenn ich ein bisschen mitgedacht habe. Beispielsweise letzten März ging es einfach darum, als die Kurse purzelten, wenn man wieder investiert, in was kann man investieren? Und da war schnell klar, dass bestimmte Werte eine intensivere Rolle spielen könnten. Das hätte im Bereich Chemie Pharma jetzt je nach Firma sein können. Das hätte auch natürlich so ein Unternehmen wie Amazon sein können. Und letztlich auch dann so Sachen wie Technologie, so etwas auch wie Zoom beispielsweise, also so Digitales, alles was Digitales eben unterstützt. So, und wenn ich Markteffekte trade, dann weiß ich etwas, das ist in gewisser Weise so verlässlich, wie dass es morgens hell wird
oder dass ich weiß, wenn ich mir meine Zähne putze, dann tue ich langfristig etwas für meine Zahngesundheit. Also ich habe da einen direkten, ich tue etwas und habe dann auch den Effekt. Ich kann das sehen. Was auch beim Markteffektehandel ein großer Vorteil ist, finde ich zumindest, das Kapital ist kurzfristig verfügbar. Denn immer wenn der Effekt gehandelt wurde, ist das Geld ja wieder zurück auf dem Konto im sicheren Hafen, was natürlich auch fürs Gefühl für die meisten schon sehr wichtig ist und das eben auch nicht verfolgen. Neben diesen Vorteilen gibt es noch weitere Vorteile, die, und da komme ich am Schluss drauf, über Investui letztlich noch zusätzlich dazukommen. Die Vorteile, die wir bis gerade gesehen haben, sind Vorteile, die für jeden Markteffekt letztlich gelten. Beim Handel von Markteffekten über Investui habe ich eben die Möglichkeit, auch noch das Ganze einfach umzusetzen. Ich habe hier die Möglichkeit, es auf zwei Weisen zu tun. Ich spreche auch hier nicht nur die Jäger und Sammler an, sondern ich spreche an dieser Stelle diejenigen an, die etwas aktiver sein wollen, die sich als Trader sehen oder Traderin verstehen, eben mit einer Variante, wo ich klicken kann und seit neuestem eben auch genau das Gleiche, aber eben auch als Vermögensverwaltung laufen zu lassen. Das ist das eine. Markteffekte einfach handeln in einer einfachen Umsetzung über Investui. Und der zweite, und das macht Investui so attraktiv, so lukrativ, ist die Diversifizierung. Man kann sich vorstellen, wenn ich einen einfachen oder einen Effekt handel, bin ich natürlich von diesem Markt in gewisser Weise abhängig. Diversifiziere ich aber, nutze ich mal die guten Phasen des einen Marktes, mal die vielleicht durchschnittlich verlaufenden des anderen Marktes. Und bei einer Diversifizierung, zum Beispiel durch vier verschiedene Markteffekte im Bereich, ich habe einen Index dabei, ich habe eine Währung dabei, ich habe ein Edelmetall dabei, sorge ich dafür, dass ich stabil aufgestellt bin. Diversifizierung im klassischen Sinne gut gemacht. Ich kenne auch viele, die haben 40 Aktien und die sind dann alle aus dem Biotechnologiebereich. Das ist nicht Diversifizierung. Das heißt, wir haben es ja immer wieder auch mit Situationen zu tun, wo die Märkte steigen, ich einen, sag mal, einen Index habe, der vielleicht sich positiv entwickelt, auf der anderen Seite dann vielleicht das Gold fällt als Edelmetall und auf der anderen Seite sich das wieder umkehrt. Am langen Ende tragen letztlich viele Faktoren dazu bei, dass sich der einzelne Markteffekt positiv entwickelt und eben auch, und das erwähne ich immer wieder, es gibt eben auch Phasen, wo der eine oder andere Effekt nicht so gut läuft, aber am langen Ende, und das werden wir nachher sehen, Sie werden eine eindrucksvolle Grafik sehen, wo Sie sehen, wenn ich diversifiziere, komme ich zu sehr attraktiven und positiven Ergebnissen. Eine Frage, die ich jetzt auch mal stellen mag, ist, wie sehen Sie sich als Anleger, Trader, Trader und Anleger? Die Frage ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Ich schaue mal kurz, wo sie ist. Was sind Sie? Ich starte die mal und ich erläutere vielleicht weiter dazu. Die meisten von uns kommen aus dem Bereich Geldanlage. Die sehr Jungen vielleicht nicht, aber die etwas Älteren unter uns haben viel mit Geldanlage zu tun gehabt. Seit 20 Jahren hat sich das so ein bisschen geändert. Man ist auch in den Bereich Trading übergegangen. Wir sind auch im Prinzip anlagegeprägt aufgewachsen. Und ich stelle bei Klienten immer wieder fest, dass sie diesen Switch von ich habe im Prinzip so ein Anlegergen in mir, will aber traden, dass der nicht immer funktioniert. Warum? Weil sich ein Anleger ganz anders verhält als ein Trader. Ein Anleger ist, ich sag mal, gemütlicher unterwegs, in der Regel auf der Long-Seite. Das heißt, er setzt auf steigende Kurse. Er kann einen Teil der Marktbewegung überhaupt nicht mitnehmen. Er ist auch passiver, er sitzt vielleicht auch Dinge aus und als Trader muss ich aktiver sein. Und diesen Switch für egal, was ich tue, letztlich, wie soll ich es ausdrücken, letztlich immer wieder hinzubekommen, ist eine große Herausforderung. Einerseits, weil wir es ein Stück weit familiär so mitbekommen haben, Geldanlage, Geld bewahren. Andererseits, dieses Aktive aber auch immer wieder in Verruf gerät. Trading schafft keine Werte.
Naja, schafft Geldanlage. Geldanlage oder langfristiges Trading ist in gewisser Weise auch Trading. Ich versuche mit langfristiger Anlage Geld zu verdienen. Schafft das dann mehr Werte? Darüber kann man diskutieren. Ich gebe mal kurz das Ergebnis zum Besten. 70%, die heute zuhören und zuschauen, sind Anleger und Trader. 22% reine Trader und 8% Anleger. Diejenigen, die sich für beides entschlossen haben, die bitte ich doch mal zu schauen, inwieweit sich die Ergebnisse unterscheiden, die sie da letztlich produzieren. Denn es spricht nichts dagegen, und vor allem, wenn man früh mit Geldanlage begonnen hat, einfach Geldanleger zu bleiben, selbst wenn Trading zeitgemäß ist. Der Handel von Markteffekten ist für mich die Abkürzung zum Geldverdienen aus verschiedenen Gründen. Einerseits spricht es Trader und Anleger gleichermaßen an. Über die Vermögensverwaltung fühle ich mich als Anleger genauso gut untergebracht wie für denjenigen, der die Trades dann eben per E-Mail und dann auf Klick aktiviert. Aber ich durchlaufe als Trader und Traderin eine Phase, die ich immer nenne, egal wie alt man ist, ich beginne als Trader Baby. Ich muss eine Strategie entwickeln, um in den Finanzmärkten zurechtzukommen. Das ist bestenfalls eine Strategie mit positivem Erwartungswert. Das kann auch eine intuitive Variante sein. Das kann sehr viel sein. Aber unabhängig vom Alter muss ich lernen, ich bin hier der Neuling. Ich muss mich auf die Märkte stellen, und die Märkte können letztlich sich ohnehin so verhalten, wie sie wollen. Das heißt, ich brauche auch gutes Risiko- und Money Management. Ich muss also da aufpassen, dass ich nicht unter die Räder gerate. Das ist für mich ein Entwicklungsprozess, den ich als Trader gehen muss. Und jeder, der jetzt, ich sag mal, Trader fallen selten vom Himmel, der diesen Entwicklungsprozess durchläuft, weiß, dass das durchaus eine Herausforderung ist. Ich bin irgendwann, und ich nenne das symbolisch einfach nur, kindlicher Trader. Ich bin irgendwann dann jugendlicher Trader, der passt hier nicht drauf, und irgendwann dann noch erwachsener Trader. Aber das, was allen gemein ist, das ist ein Entwicklungsprozess. Und diesen Entwicklungsprozess, den kann ich abkürzen, indem ich Markteffekte handle, weil ich diese Entscheidung, die ich da fälle, nicht auf Grundlage meines begrenzten Wahrnehmens oder meiner, sag mal, nicht ausdifferenzierten Meinung oder was auch immer fälle, sondern mich auf etwas verlassen kann, was ich mit Zahlen belegen kann. Das ist, wir werden das gleich sehen, für Menschen durchaus auch eine Herausforderung, damit umzugehen. Aber ich kann mir einen langwierigen Prozess, der jetzt nicht 18, 20 oder 25 Jahre dauern muss, sondern der bei vielen viel schneller geht, vor allem wenn ich mich intensiv mit der Materie beschäftige. Aber das, der Handel von Markteffekten, ist für mich die Abkürzung zum Geldverdienen. Die Frage, wie ich zu guten Finanzentscheidungen komme, die ist ja sehr vielfältig. Es gibt Leute, die zum Beispiel Newsletter abonnieren und gucken dann, die haben vier Newsletter und gucken da morgens rein und sagen, wenn da dreimal DAX Long steht, gehe ich DAX Long. Wenn da Short steht, dreimal dann, also mindestens dreimal, also mehr als die Hälfte bei vier Newslettern, dann mache ich eben entsprechend das andere. Kann man machen. Man macht sich von anderen abhängig, man ist vielleicht nicht am Puls der Zeit, man trägt vielleicht auch nicht der Aktualität, den jetzigen Gegebenheiten Rechnung, weil vom Newsletter schreiben oder verfassen, was teilweise auch schon abends gemacht wird, nachdem die amerikanischen Märkte geschlossen haben. Man vergisst dann manchmal, dass vieles auch schon eingepreist ist. Aber wie auch immer, die Grundlage für Entscheidungen ist vielfältig. Und es gibt ein Buch, was ich sehr mag. Es ist von Roach, das heißt Karmic Management. Halten wir uns nicht am Titel auf. In diesem Buch gibt es verschiedene Regeln, und diese Regeln sind großartig. Ich gebe nur zwei davon zum Besten, wobei mich die zweite mehr heute interessiert. Die erste Regel ist: Hören Sie auf, Dinge zu tun, die nicht funktionieren. Und diese Frage muss sich jeder Trader und jede Traderin stellen, um zu gucken, was ich die letzten Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte gemacht habe. Funktioniert das überhaupt, was ich da tue? Wenn nicht, warum wechsle ich nicht einfach mal? Warum ändere ich nicht einfach mal mein Leben? Mein Verhalten, ich weiß, Verhaltensänderungen sind nicht ganz so trivial, aber mein Verhalten in Bezug auf Finanzentscheidungen. Aber mir geht es heute viel mehr um die Regel 5. Die heißt nämlich Schluss mit Entscheidungen. Und dazu folgendes: Entscheidungen führen immer nur zu mehr Entscheidungen.
Stellen wir uns vor, wir eröffnen eine Position. Wir müssen gucken, aufgrund welcher Grundlage wir das jetzt da machen wollen. Sagen wir, wir interessieren uns für die Biotech-Pharmaindustrie. Wir haben einen Wert gefunden, von mir aus Biogen. Jetzt müssen wir natürlich entscheiden, wann wir in den Markt gehen. Wir müssen für uns vielleicht den Chart angucken. Vielleicht gucken wir uns auch, wenn wir langfristig orientiert sind, Unternehmenszahlen an. Wir treffen eine Entscheidung und wir müssen eine Entscheidung treffen, wenn wir handeln wollen, weil wir aber auch nicht genau abschätzen können, ob das funktioniert oder nicht. Daneben kommen die Entscheidungen, wie viel, wie lange. Wir sind da sehr, sehr beschäftigt. Und wir haben uns letztlich auch daran gewöhnt, Entscheidungen zu treffen, obwohl unsere Entscheidungen letztlich ein Glücksspiel bleiben, und zwar in allen Lebenslagen. Wenn ich jetzt sage, oder wenn Roach hier sagt, Schluss mit Entscheidungen, dann kann mir Markteffekte handeln dabei helfen. Insofern, als dass ich nicht mehr die einzelne differenzierte Trading-Entscheidung fällen muss für wann, wie, was, warum, die ganzen W-Fragen, sondern mich einfach nur noch dazu durchringen muss und sage, ja, Markteffekte handeln ist lukrativ aus den genannten Gründen und vielleicht aus noch einigen mehr Gründen. Ich muss aber nicht mehr diese ganzen anderen Entscheidungen fällen. Denn beim Markteffektehandel sollte uns nicht interessieren, was während des Handels passiert. Selbst wenn ich in einen Markteffektehandel eingreifen kann, sollte ich mich zurückhalten, weil es alles Teil der Statistik ist, erstens, und zweitens, ich gar nicht weiß, wie weit sich ein Trade positiv für mein Konto oder eben negativ entwickelt. Natürlich muss ich die Entscheidung fällen, ich will das jetzt machen, aber ich habe diesen ganzen anderen Kram, der mich Zeit kostet, der mich wirklich oft Nerven kostet. Übrigens auch natürlich Nerven, wenn ich in der Position bin. Und wenn ich dann meine Position, meine normale Position gelöscht oder aufgelöst, glattgestellt habe, dann beginnt der Prozess von neuem. Und das ist ein immenser Vorteil vom Markteffektehandel, dass ich weiß, wann der Effekt kommt und ich nur noch sagen muss, ja, ich bin dabei. Oder wie gesagt, wenn ich es über die Vermögensverwaltung mache, das eben ohnehin abgegeben habe und andere tun lasse. Wir sollten weniger Entscheidungen auch im Leben fällen, weil das Problem von Entscheidungen ist, dass Entscheidungen immer nur mehr Entscheidungen verursachen. Gehe ich in einen Markt? Hat das eine Entscheidung? Verlasse ich den Markt? Brauche ich eine neue Entscheidung, um wieder in den Markt zu gehen? Und letztlich ist das Problem, dass Entscheidungen nur noch mehr Entscheidungen verursachen. Und Entscheidungen an sich, wir brauchen nur Entscheidungen, weil wir aus Unsicherheit heraus handeln, neigt dazu, eben noch mehr Unsicherheit hervorzurufen. Und das ist etwas, was wir mal im Hinterkopf behalten sollten. Diese Folie etwas voll, ich fokussiere Sie hier nur auf die roten Bereiche, aber da, wichtig, dass Sie wissen, woher die ist. Das ist von Pfeffer und Sutton, 2006, Management bei Fakten im Harvard Business Manager. Eine ganz interessante Geschichte, der nämlich sagt, wir Menschen sollten uns mal an Fakten halten. Es gibt viel zu viel Wissen, das Ergebnis 1. Klar, das können wir nicht ordnen. Das ist einfach zu viel Information. Es gibt aber auch nicht genug gutes Wissen. Und manchmal passt auch das Wissen gar nicht, was wir uns aneignen in bestimmten Situationen. Das steht überhaupt gar nicht im Zusammenhang. Spätestens wer das letzte Jahr intensiv im Bereich Trading verfolgt hat, der sollte wahrgenommen haben, dass beispielsweise es Phasen gibt, wo man die Nachrichtenlage und den Kurs gut übereinbringen kann. Aber wenn man betrachtet, was wir seit November, und dieses Land fühlt sich ja in einem Zustand, weiß ich nicht, wie man das beschreiben sollte, was wir im Prinzip im Außen beobachten an den Finanzmärkten, hat sich das bislang nicht wiedergeschlagen. Das heißt, Kurs und Nachrichtenlage versuchen wir mental immer übereinzubekommen, aber das passt oftmals gar nicht. Viele ignorieren fortwährend Erkenntnisse, die ihren Ansichten und Überzeugungen widersprechen, der rote Text, und ihre eigenen Beobachtungen sind durch das letztlich auch geprägt, was sie erwarten zu sehen. Und die Frage ist, für was will ich mein Geld einsetzen? Will ich lernen, dass es etwas gibt, mit dem ich am langen Ende Geld verdienen kann, weil es eben signifikant, statistisch signifikant ist? Oder will ich lieber weiter Spielspaß und Spannung haben, indem ich mich in den Märkten versuche, mich auslebe und dergleichen? Das heißt, diese
Fakten, dieses wissenschaftlich Basierte, ist für uns auf der einen Seite als Mensch wahrnehmbar und spannend, auf der anderen Seite sagen wir trotzdem, naja, was soll's, und halten uns vielleicht gar nicht daran. Wir lieben, und das ist hier dieses Ergebnis 5, wir lieben Geschichten. Geschichten sind einfach überzeugender, sind spannender, Lebenserfahrung, etwas weitergegeben. Und das garniert einen Vortrag letztlich, aber es ist für viele auch entscheidend. Sie orientieren sich ein Stück weit daran, sie finden das spannend. Das regt unser Neurosystem an. Und je spannender und lukrativer und schöner eine Geschichte ist, wo wenig Fakten und Rationales eine Rolle spielt und vielleicht noch lustige und positive Wendungen, je spannender ist das für uns. Und das sind zwei Dinge, die uns ein Stück weit auch von so etwas wie Markteffekte handeln fernhalten. Einerseits ist das, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist etwas, was sich wiederholt, es ist ein Muster drin, es ist etwas, was man immer wieder sehen kann. Andererseits fehlt da natürlich, ich sag mal, das Feuerwerk. Das ist jetzt nicht so aufregend, wenn man darüber spricht im klassischen Sinne, außer eben der Tatsache, dass es eben Erkenntnisse gibt, dass das Ganze sehr, sehr sinnvoll sein kann. Warum das auch sinnvoll ist, das sieht man hier. Die Dauer eben, über die ich schon mal sprach, die hat ja auch viel mit dem Risiko zu tun. Bin ich ein ganzes Jahr im Markt, beispielsweise 1.1. bis 31.12., haben wir gesehen, kann man auch Geld verdienen, wenn man das nur lange genug macht. Wir haben Wissen aber auch vom Halloween-Effekt. Wir sind hier grau, die Monate im Markt und die anderen eben auch nicht. Also man ist circa, sagen wir nochmal, die Hälfte des Jahres im Markt. Aber eben diese Hälfte setzen wir unser, die wir nicht im Markt sind, setzen wir unserem Kapital, aber auch kein Risiko aus. Natürlich das, was wir, das Kontorisiko, das Normale, aber wir setzen es keinen weiteren Risiken aus. Es gibt weitere Effekte und wie beispielsweise den Januar-Effekt oder den Monatsende-Effekt, über den wir eben kurz gesprochen haben, aber auch Wochenendeffekte und eben den auch schon gesehenen Ferieneffekt hier angepasst auf etwas, was einer amerikanischen Studie zugrunde liegt. Deswegen sind die Ferien vielleicht nicht ganz unseren entsprechend, dass man eben an diesen Tagen Geld verdienen kann. Aber was man sieht, hier ist viel weiße Fläche. Ich kann Rendite machen in Zeiten, wo es hier grau ist. Da lohnt sich das, das weiß ich, das ist gemessen. Das ist über Jahre ganz klar dargestellt. Und ich weiß eben auch, dass ich in den anderen Zeiten mich im Markt nicht unbedingt tummeln muss. Das ist wie, ich sag mal, wenn man, das ist ein schwieriges Beispiel für die jetzige Zeit, aber ich weiß, wenn man zum Sport geht, zum Fußballspiel beispielsweise oder für alle, die Handballfans sind, dann in die Handballhalle geht, da geht man eben auch nur für die Zeit ins Stadion, in der man weiß, da findet das Spiel statt. In allen anderen Zeiten lohnt es sich kaum, da rumzustehen. Und das ist beim Trading letztlich auch nicht anders. Ein beliebter Kalendereffekt ist natürlich auch, den kann man immer am Gewicht sehen, ist Weihnachten und Ostern. Also in der Weihnachtszeit legen die meisten von uns auch etwas mehr zu. Ist auch ein Kalendereffekt, wo beispielsweise Firmen viel Geld mit verdienen. Die Süßigkeitenindustrie, ich kenne keine Statistiken, aber ich denke mal, dass die in der Weihnachts- und Osterzeit in einem besonderen Maße eben auch profitieren. Ich habe hier eine Grafik, die betrifft nicht die, ich sag mal, die betrifft Markteffekte und Buy and Hold. Und man sieht hier den Drawdown, den ein Konto nimmt, wenn man darin investiert war. Und es sind hier, das sage ich ganz deutlich, nicht die vier Strategien von Investui, sondern es ist eine Studie von Hall und Kollegen aus 2018. Und da werden die Drawdowns von hier vier passenden Strategien, also vier passende Effekte, die da auch gemittelt wurden, eben denen von Buy and Hold gegenübergestellt. Das bedeutet, wir sehen hier rot Buy and Hold, wir sehen die Ausschläge und wir sehen natürlich die Ausschläge mit jeder Krise, die wir kennen. Und die Corona-Geschichte fehlt hier noch, weil die Publikation ist von 2018 und es ist hier auch ein relativ langer Zeitraum eben dargestellt. Und man sieht eben auch, dass die Grünen, also das kleine Gezackelte, ich hoffe, es sind wenig Rot-Grün-Blinde heute unter uns, das ist die kleine Zackelung da im Bereich, die eigentlich
die 10% noch gerade mal touchiert an einer bestimmten Stelle, aber ansonsten führt dieser Diversifizierungseffekt von 4 Strategien dazu, dass ich im Prinzip kaum merkliche Drawdowns habe und schon überhaupt nicht in den Phasen, in denen die Märkte einfach nur so weggebrochen sind, Mitte der 2000 bis 2010er Jahre. Wir haben hier gleich zwei Peaks. Den einen wissen wir, Immobiliengeschichte, der andere, der neue Markt. Das sind die Drawdowns, die die großen Märkte letztlich hatten. Mit Markteffekten, vor allem Diversifizierung, wäre das in diesem Maße auf jeden Fall mal nicht passiert. Da kann man ganz sicher sein. Nun, psychologische Fallstricke beim Handel von Markteffekten. Natürlich gibt es auch da, und das betrifft im Wesentlichen uns, dass wir da vielleicht Fehler machen, die uns auch beim Markteffekte handeln, obwohl der im Prinzip so einfach ist, uns Ärger machen. Das liegt einfach daran, weil wir Menschen sind. Wir wissen es vielleicht besser oder vielleicht haben wir Angst. Schauen wir mal. Es gibt natürlich Dinge, die emotional sind. Beim Traden ohnehin. Ich habe Angst zu verlieren oder nicht genug zu gewinnen. Ich habe Angst, ausgeliefert zu sein. Ich beschäftige mich ja seit, wie die meisten wissen, seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Behavioral Finance. Ich kenne mich mit sämtlichen Finanzfallen aus. In die meisten bin ich selber reingetappt. Und die anderen, die ich nicht selber ausprobiert habe, die sind mir eben durch viele, viele Klienten bekannt. Und oftmals, ich habe das hier mal etwas einfacher dargestellt, ohne auf einzelne Effekte einzugehen. Oftmals ist eben beim Emotionalen der Hintergrund eben nicht genug zu bekommen oder auch ausgeliefert zu sein. Man gibt sein Geld ja auch ab, egal bei welchem Handel. Und ich habe Angst zu verlieren. Das liegt in unserer menschlichen Seele. Und so ist es in jeder Lebenssituation, dass es alles ein gewisses Risiko beinhaltet. Ich habe dann noch Fallen, die in diese Richtung gehen. Die sogenannten kognitiven Fallen. Auch davon gibt es eine ganze Geschichte. Und da zählt unter anderem dazu, ich weiß es besser. Ich weiß es besser als meine Strategie. Ich weiß es besser als der Markteffekt. Ich weiß es besser als irgendein vermeintlicher Trading-Experte. Und ich weiß es sogar besser als ich selber. Da schmunzeln Sie vielleicht jetzt, aber ich habe Klienten, die haben Strategien entwickelt und halten sich an ihre eigenen Strategien nicht, weil sie im Ausführen der Strategie der Meinung sind, dass man das doch noch anders machen könnte und dass sie, die die Strategie ja entwickelt haben, sich darin ja wohl am besten auskennen sollten. Das heißt, hier kommt oft dieser Aspekt, der auch Menschen typisch ist. Ich will etwas verbessern, ich will etwas besser machen, ich mag etwas optimieren. Der aber dann gleich gekoppelt ist mit dem Thema Selbstüberschätzung als ein zweiter Bereich von Fallen. Das heißt, selbst wenn ich Markteffekte handle, bin ich natürlich nicht davor gefeit, Angst zu haben oder auch bei einer, ich sag mal, einer Verlustserie, die auch dazu gehört, das Gefühl zu haben, oh, wo führt das hin? Am langen Ende gewinne ich doch nicht. Ich habe oder ich erwirtschafte nichts. Und letztlich, ich bin dem Ganzen ausgeliefert, ich weiß nicht, was ich tun, also diese Komponente. Oder aber eben auch die andere Komponente zu sagen, warum soll ich einen Monatsendeeffekt denn erst 4 Tage vor Monatsende beginnen? Den beginne ich vielleicht mal besser gleich 2 Tage früher. Da läuft das dann Ganze vielleicht auch noch ein bisschen besser und so weiter. Wir haben hier einfach viel Statistik, die uns da weiterhilft. Und wir wissen es nicht besser als eine, ich sag mal, ungetrübte, klare Statistik. Im Einzelnen habe ich und mich auch immer mal wieder damit auseinandergesetzt, was beim Markteffekte Trading natürlich für besondere Fallen auftreten. Also ich kann das runterbrechen auf emotional und kognitiv, auf die beiden eben unter der Lupe gezeigten Dinge. Ich kann aber auch sagen, es gibt einfach viele, die Markteffekte auch über Investuja handeln, die sagen, ich suche mir einfach nur die guten Trades heraus, anstatt alle zu machen. Oder ich versuche, die schlechten einfach zu verhindern, indem ich manche auslasse. Ja, ob ich das nun wirklich besser weiß und ob ich das besser machen kann und ob ich vor allem weiß, ob ein Trade
ob ich das vorher weiß, ob es dann guter oder schlechter wird. Das weiß ich noch nicht mal im Trade, aber für diejenigen, die es vorher wissen sollten, die könnten das ja tun. Alle anderen wissen, das ist natürlich völliger Blödsinn. Ich kann mir nicht die guten Trades rausgucken, rausfiltern, weil ich eben nicht weiß, wie der Markt sich entwickelt. Ich weiß nur, dass in diesen Zeiten der Effekt da ist und dass jeder Trade zum Effekt beiträgt. Und ich habe hier mal bei Investui durchgeführte Trades mitgebracht. Wir haben hier das Gold vom 13.8., also letzten August, klassische Ferienzeit. Und wir sehen hier, der Goldeinstieg erfolgte am Donnerstag Nachmittag. Das Gold entwickelte sich positiv und man sieht hier ein Gold-Future dargestellt. Bei dieser Strategie kann man natürlich auch in einem anderen Rahmen handeln, wo diese Zahlen nicht so deutlich sind. Aber um das hier zu sehen, wie das mit dem Gold-Future funktioniert hätte, wäre man bei circa 2000 US-Dollar gewesen nach wenigen Stunden. Wäre dann auf die Nulllinie zurückgelaufen und man wäre rausgekommen bei circa plus minus 0, 10 US-Dollar. Der ein sehr vergleichbarer Trade führte ungefähr und genau eine Woche später zu einer sehr ähnlichen Situation. Der Markt stieg rapide, lassen sich nicht irritieren, die unterschiedliche Skalierung führt einfach dazu, dass dieses hier ein ausgeprägterer Trade war. Aber auch dort waren wir nach kurzer Zeit bei circa 2000 US-Dollar. Der Markt schwächelte dann nochmal, ging dann aber wieder in diesen Bereich zurück, bevor er dann am Folgetag, also an einem Freitag, dann deutlich runterging, stark auch im Minus war und dann letztlich mit einem Ergebnis von circa 1000 Dollar endete. Was zeigt uns das? Einerseits wissen wir auch nach Beginn nicht, ob es ein guter oder weniger guter Trade wird. Wir müssen tatsächlich bis zum Ende warten, denn sowohl die 10 Dollar wie auch die 960 tragen zum Ergebnis bei. Die Pfiffigen unter uns sagen natürlich, ja, Raimund, da wärst du doch mal schön bei den 2000 da rausgegangen. Ja, hätte man machen können, ist aber nicht der Effekt von Markteffekte. Handel, da legt man sich ein Stück weit was anderes zugrunde. Das würde man vielleicht beim aktiven Trading, beim zielgerichteten Trading machen, hierbei aber nicht. Und ich könnte gleichzeitig dem entgegnen, ja, aber schau mal, was wäre denn hier wieder nur eine Woche später, am 27.8. Da haben wir genau das Umgekehrte. Der Markt war auf 2000 um 2000 Dollar gefallen und erholte sich dann freitags im Laufe des Tages und endete bei 2720 Dollar. Hätte man da die Notbremse, die vermeintliche, gezogen, würde man vielleicht auch hier sagen, boah, also das hätte man ja alles vermeiden können. Und diejenigen, die dann frühzeitig rausgegangen sind, und es sind bei so einem Trade immer Menschen, die frühzeitig rausgehen, die hätten sich dann hier eben diesen auch für die Statistik wichtigen Gewinntrade genommen. Gleiche Geschichte und wieder eine Woche später. Es war einfach ein sehr, sehr interessanter Monat, der, wenn man alle vier Trades zusammenzählt, ein sehr attraktiver Monat auch war, was den Effekt hier betrifft. Aber wir sehen auch in diesem Trade nach kurzer Zeit einen starken, ja, einen starken Kursrückgang im Gold Future, von dem sich der Markt dann letztlich aber auch nicht mehr wirklich erholt hat. Nichtsdestotrotz, wie oft auch sichtbar, gegen Ende, und deswegen ist dieser Effekt ja auch, er ist auch gut untersucht, man muss im Prinzip den ganzen Zeitraum ausreizen, gegen Ende war es dann trotzdem noch ein erträgliches Ergebnis. Aber anhand allein dieser Beispiele, ich habe hier bewusst, und es war großartig, dass es vier hintereinander folgende sind, die im Prinzip ähnliche Starts hatten, die beiden oberen und die beiden unteren, und es sich gelohnt hat, hätte einfach da der Statistik weiterhin zu folgen und sich darauf zu verlassen, dass Markteffekte-Trading aufgrund anderer Geschichten basiert, nicht aufgrund momentanen Empfindens, nicht aufgrund momentaner Kurse. Das ist einfach wichtig zu begreifen. Ein weiterer Schritt ist, oder ein weiterer Punkt ist eben, Sie glauben, Sie können die Trades besser timen. Sie können bei vielen Markteffekten, insbesondere bei denen von Investui, davon ausgehen, dass sich viele Leute damit beschäftigt haben, die, ich sage mal, den Zeitraum, wo die Statistik
sie auf die bestmögliche Performance, die bestmögliche Rendite zusteuern lässt, herausgefiltert haben. Das sehe ich auch bei vielen Klienten, die Strategien kaufen, die wollen die als erstes verbessern. Ich würde mal vorschlagen, wenn Sie was feststellen, was Sie dort finden, dann können Sie da immer noch drauf eingehen, aber nicht als erstes. Geduldig sein wäre auch wichtig. Viele sind ungeduldig, wollen Positionen schneller oder früher öffnen. Das geht bei Investui natürlich nicht, weil das eben von Investui durchgeführt wird. Aber wenn wir es selber handeln würden, wäre das auch eine Falle, die uns zum Verhängnis werden kann. Genauso wie diese. Den Einsatz zu erhöhen. Es ist wichtig, und das ist wie beim Cost-Average-Effekt, es ist wichtig, kontinuierlich mit dem gleichen, auf die Kontogröße angemessenen Risiko unterwegs zu sein. Das sage ich hier nochmal eindringlich, weil man natürlich die Möglichkeit hat, auch über den Handel von Investui, verschiedene Sachen in verschiedener, ich sage mal, Ausprägung zu traden, also den Einsatz auch zu erhöhen. Es gibt da eben verschiedene Varianten. Der Einsatz muss zur Kontogröße passen. Und die Ergebnisse, die dann entstehen, sollte sowohl das Konto wie auch wir selber verdauen können. Wichtig auch zu wissen, wie verhalte ich mich im Drawdown. Denn natürlich hat auch ein Trading über diese Geschichten, hat das logischerweise auch einen Drawdown. Drawdowns gibt es immer, weil die Kurse nicht nur steigen können. Der ist zwar nicht so ausgeprägt, aber auch da muss ich mir überlegen, wie verhalte ich mich denn da. Anderer interessanter Punkt ist, stellen Sie sich vor, Sie sehen einen Home Run Trade. Was tun Sie? Ein Home Run Trade ist ein Trade, der eigentlich nur eine Richtung kennt. Das war zum Beispiel beim Mini S&P der Monatsend Trade bei Investui am 26.8. beginnend, also der von Ende August bis Anfang September. Was sah man? Die Kurse stiegen und stiegen. Wir waren bei circa 7.000 US-Dollar und dann, wodurch auch immer, fiel der Markt in einer sehr schnellen Weise. Und da hat sich natürlich vielleicht jeder irgendwo hingebissen, der dann dabei geblieben ist, weil man mit Verlust rausgegangen ist. Aber auch da nochmal Gewinn und Verlust von Markteffekten tragen alle zur Statistik bei. Und damit das Ganze am langen Ende funktioniert, ist jeder Gewinner und jeder Verlierer gleichwertig wichtig. Wir haben hier einen Home Run Trade, der anders ist. Bei beiden Trades hätte ich auch, sagen wir mal, relativ früh schon sagen können, ach, da hatte ich schon so meine 2000 Euro so ungefähr oder US-Dollar in dem Fall natürlich oder ein bisschen mehr, da hätte ich herausgehen können. Und wir sehen, wenn ich beide Home Run Trades hintereinander nehme, der jetzige, den ich jetzt rechts dargestellt habe, ist der von Ende Juli auf Anfang August, also genau einen Monat vorher. Und auch da kannte der Monatsendeffekt im Prinzip keine Grenze. Und da ist die Frage, wie lange bleibt man dabei? Und die einfache Antwort ist, bis der Trade nach Regeln zu Ende geführt ist. Denn wenn ich mich auf Markteffekt-Trading einlasse, dann nehme ich das mit. Und wenn man beide Trades zusammenzieht, und auch das ist natürlich für einen Effekt wichtig, dass ich alle Trades im Auge habe, dann sieht man, auch das wäre hier eine positive Geschichte gewesen. Die Iris hat mir ermöglicht, dass ich die ein oder andere Investui-Folie auch noch verwenden kann. Investui bietet eben das bereits schon Gesagte, mir die Möglichkeit, Markteffekte zu handeln mit wenigen Klicks. Ich bekomme eine E-Mail, kann mich dann für mein Risiko entscheiden, ob ich dabei bin und mehr muss ich nicht tun. Ich habe nicht das Problem, was ich so oft auch habe, mir zu überlegen, wann gehe ich aus dem Markt. Das ist klar festgelegt. Ich habe auch nicht das Problem, was mache ich danach, wenn ich das Geld wieder auf dem Konto habe. Und ich habe vor allem nicht das Problem, dass ich möglicherweise eine Order falsch ausführe. Und ich habe auch weniger Ärger aus meiner Sicht, weil wenn etwas nach Regeln erfolgt, dann kann ich mich, ein Fußballspiel ist auch nach 90, ich weiß heute mittlerweile oft nach 95 Minuten, aber sagen wir, ein Fußballspiel ist nach 90 Minuten um, dann kann ich mir auch, muss ich mir auch keine Gedanken machen, was denn möglicherweise noch danach gewesen wäre.
das spielt alles keine Rolle und ich habe mich in diesem Rahmen einzufinden. Wenn ich meine Tore in den 90 Minuten nicht geschossen habe, muss ich mich am langen Ende eben auch nicht ärgern. Investuja hat im letzten Jahr 33% Nettogewinn erwirtschaftet und hier unten sieht man, dort wo die Hand ist, eben auch die Möglichkeit, wenn ich die Nachrichten per E-Mail bekomme, per Klick, dann kann ich mich eben entscheiden, ob ich beispielsweise ein Future, zwei Future oder drei Futures handeln will. Und das ist die attraktive Variante für die etwas, ich sag mal, Trading-affineren, die gerne selber eine Entscheidung fällen. Und man weiß aber, dass eben auch Entscheidungen viel Zeit und Geld kosten, dass Entscheidungen anstrengend sind, dass auch die Überwachung, die mir Investui natürlich abnimmt, aber dass ich mich oftmals auch, wenn ich das über diesen Service handle, nicht davon frei mache. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich gucke dann auch immer, wie sieht es denn aus, wie steht's. Und das macht natürlich auch was. Und die Frage ist, das hat man schon vor vielen Monaten diskutiert und es dann letztlich auf den Weg gebracht, in den letzten Wochen das Ganze eben auch als Vermögensverwaltung zu machen. Denn das hilft auch denjenigen, die am Tag gar keine Zeit haben, die auch für diesen einen Klick keine Zeit haben, weil der natürlich manchmal eben auch früh morgens kommt für den einen oder anderen Trade, weil wir vielleicht in einem Meeting sind, weil wir vielleicht keinen Zugang zu unserem E-Mail haben. All das kann man damit natürlich eben auch rausfiltern, indem ich mich auf die Vermögensverwaltung einlasse. Per Klick wird eben dieser Alarm gesendet und man muss im Durchschnitt nur 2,5 Klicks pro Woche machen. Warum 2,5? Weil natürlich nicht jeder der vier Markteffekte, wir werden die gleich sehen, in der Woche stattfindet. Zwei finden immer statt. Das ist der sogenannte Pound Shorter, werden wir gleich sehen. Und auch der Friday Gold Rush, der findet auch in jeder Woche statt, aber ob der DAX montags gehandelt wird, das hängt auch von anderen Faktoren ab. Dafür müssen die Märkte schon mit einem Minus versehen sein und nach bestimmten Regeln wird der dann nur gehandelt. Und natürlich der Monatsendeffekt wird nur einmal im Monat gehandelt, nämlich zum Ende bis in die ersten Tage des folgenden Monats. Sie brauchen keine Tools dafür, das Regelwerk ist fest definiert, das ist überall nachlesbar, das wird minutiös genauso ausgeführt. Und durch diese neue Vermögensverwaltung spricht es eben Trader und Anleger gleichermaßen an. Und man kann sich letztlich eben auch für unterschiedliches Risiko entscheiden. Das heißt, es ist etwas für einen kleineren, mittleren, aber vielleicht auch großen Geldbeutel. Die Rendite spricht für sich. Die ist fast schon unnatürlich hoch, muss ich jetzt sagen. Wo kriegt man oder wo konnte man im letzten Jahr auf, ich sag mal, einfache, verlässliche Weise so viel Geld verdienen? Das ist schon abgefahren. Zwei Schlüsselfaktoren, die ohnehin ja wichtig sind beim Trading oder eben auch im Speziellen beim Markteffekte-Trading. Diese Diversifizierung, dass ich vier Strategien habe, die auf unterschiedlichen Markteffekten beruhen, die sorgen eben dafür, dass ich eben auch eine, ich sag mal, gute Performance hinlege, weil ich eben mich auf unterschiedliche Dinge konzentriere. Ich bin mit dem Gold unterwegs, mit einem Währungspaar auf der Short-Seite. Ich bin in der Hoffnung, dass sich die Nachrichten, die sich möglicherweise übers Wochenende negativ im Markt, im DAX niedergeschlagen haben, dass sich die vielleicht dienstags erholen mit dem sogenannten Turnaround Tuesday unterwegs. Ein Effekt, der nicht immer beobachtbar ist, weil natürlich nicht immer die Nachrichtenlage so ist, dass es den DAX am Montag zerbrezelt. Aber Erholung, die ist dann im Bereich von Dienstag bis Mittwochmorgen zu sehen. Und der Monatsende-Effekt, ich sage ja mal die Mutter aller Markteffekte, die können wir ohnehin ja nur einmal eben monatlich im S&P 500 beobachten. Interessant ist auch die Kombi aus verschiedenen Assets. Wir haben hier Gold natürlich, wir haben das britische Pfund US-Dollar als Währung, wir haben aber dann auch eben den DAX als europäischen Markt. Man könnte das auch mit anderen Märkten natürlich durchführen, aber es gibt gute Gründe, den DAX zu nehmen und dann eben auch den S&P 500. Und neben dieser Diversifikation ist es nach wie vor für mich mit der entscheidende Aspekt, dass ich das Risiko gering halte. Ich weiß, dass ich in dem Augenblick
von den Märkten profitieren kann, das ist das eine. Ich weiß aber auch, dass ich in den Zeiten, wo ich nicht im Markt bin, kein Risiko habe. Und das ist bei vielen anderen Vorgehensweisen natürlich ganz anders. Wir haben hier kurz dargestellt die entscheidenden vier, ich nenne das manchmal die glorreichen vier, wenn es mir rausrutscht, entsprechend dem Western. Wir haben hier die vier Markteffekte, die man hier sehen kann, die über Investui gehandelt werden. Wir sehen hier auf der linken Seite aufgetragen, die, was man damit in den letzten circa 11 Jahren verdienen konnte. Wir sehen die einzelnen Effekte eingetragen, basierend jeweils auf den entsprechenden Futures. Wir haben hier mit Gelb, Gold sozusagen, den Friday Gold Rush. Wir sehen natürlich eine Kurve, wo wir stark natürlich Steigungen da drin haben. Wir sehen aber auch Seitwärtsphasen. Wir sehen auch stärkere Drawdowns. Wir haben hier ein Element, was immer in aller Munde ist, was uns aber natürlich auch entsprechende attraktive Zeiten gibt, aber auch mal Zeiten, wo es nicht ganz so läuft. Wir haben hier den Turnaround Tuesday. Also der Handel mit dem DAX, wenn er denn geschwächelt hat. Wir sehen hier eine recht hellblau, eine recht stabile Kurve, die natürlich auch wie alle Seitwärtsphasen Drawdowns hat, aber Sie sehen auch, dieser Markteffekt funktioniert. Tendenziell geht ja hier alles von unten links nach rechts oben. Das ist schon mal gut. Wir haben dann den Pound Shorter, der gehandelt wird nur wenige Stunden. Das ist zum Beispiel auch sehr attraktiv. Das ist der einzige von diesen drei Effekten, der noch nicht mal ein Übernachtrisiko hat. Also das allein finde ich immer lukrativ, weil es schläft sich einfach besser, wenn man kein Geld im Markt hat. Aber auch der Friday Gold Rush ist ja nur einen Tag oder eine Nacht, die wir von Donnerstag auf Freitag unser Geld im Markt haben, und beim Turnaround Tuesday sind es 2 Nächte von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch früh. Beim Violetten, den sehen wir hier, den End of Month, den S&P 500. Da sehen wir interessanterweise in den letzten Wochen und in den letzten Monaten sehr starke Performance, die dann eben auch die nicht ganz so gut laufenden anderen locker, ich sag mal, in Schach hält. Und diese Diversifizierung ist einfach ein Erfolgsgeheimnis. Die Einfachheit ist ein zweites Erfolgsgeheimnis. Und wir sehen hier mal aufgetragen, wenn ich diese vier einzelnen Strategien mittle. Also wir haben hier einen geglätteten Portfolioeffekt beginnend im Jahr 2009 bis in dieses Jahr, bis Ende letzten Jahres. Und da sieht man einfach, dass das eine interessante und auch lukrative Kurve ist, einfach nur aufgrund des Einsatzes von vier Markteffekten. Der zweite Punkt neben der Diversifizierung, die ein Highlight ist, auch in der Umsetzung ganz einfach, der zweite Schlüsselfaktor für einen dauerhaften Erfolg ist, dass wir in allen Märkten mehr Gewinner als Verlierer sehen. Da könnte man ja jetzt mal sagen, naja gut, das ist ja noch keine Aussage. Das stimmt, die Trefferquote ist keine Aussage. Aber in Kombination mit der durchschnittlichen Höhe der Gewinne, die, abgesehen vom Pound Shorter, höher ist als die der Verluste, sehen wir, dass diese Kombi auch da an der Stelle unschlagbar ist. Wir haben sehr viel mehr Gewinner im Turnaround Tuesday. Das ist eben die Geschichte. DAX schwächelt, halte ich bis Mittwochmorgen die Position mit 62% Gewinnern, 38% Verlierern. Wir haben im Pound Shorter das vielleicht, naja, schlechteste Ergebnis, was hier die Gewinn-zu-Verlierer-Statistik betrifft. Wir haben auch da einen kontinuierlichen Effekt, der aber auch dadurch die etwas höheren Verluste nicht ganz so stark ist, aber 64% Gewinner, 54% Gewinner sorgen immer noch dafür, dass der, und wir haben die Kurve eben gesehen, auch der Pound Shorter sich entwickelt. Die beiden anderen sieht man hier auch, Friday Gold Rush, mehr Gewinner als Verlierer, 57,43, und eben auch der Monatsende-Effekt und jeweils unten angegeben, wie viel höher die Gewinne als die Verluste sind. Diese Effekte kommen natürlich dazu. Sie belegen auf einer, ich sag mal, sehr simplen Weise auch die
die Wirksamkeit von diesen Markteffekten. Und wenn man sich das letzte Jahr mal anguckt, das ist ein sehr spannendes Jahr, ja ohnehin für uns alle gewesen, dann ist das auch ein Beleg für die Robustheit der Strategien. Denn selbst wenn man diese dramatischen Wochen im März auch berücksichtigt, und auch das hat natürlich Investui getroffen, das sieht man hier, konnte man dennoch übers Jahr eben gut Geld verdienen, beispielsweise mit einem Konto von 25.000 Euro, das Futures-Musterdepot moderat, konnte man nach Kosten eben diesen Zuwachs von circa 8.000 Euro verdienen. Aber was viel spannender ist, jetzt unabhängig von Zahlen, ist natürlich die Kontinuität, das Regelmäßige. Und da gucken wir uns mal kurz an. Ich switch hier mal kurz rüber. Da gucken wir uns mal an, inwieweit das mit der Monatsperformance vielleicht auch uns einen Einblick gibt. Und es ist sehr interessant, dass wir über die Monate gesehen in diesem doch recht komplexen Jahr, wir hatten 9 Gewinner. Monate, wir hatten 3 mit Verlust. Davon waren 2 allein im Corona-Dip. Die waren der eine und der andere waren dann entsprechend auch heftig. Und wir hatten trotzdem 4 Monate mit einer Rendite von größer 10%. Also, das ist schon faszinierend, was man mit Markteffekten, was man mit Wissen, was einfach, ich sag mal, in der Schublade liegt, mit dem einfachen sich beschäftigen, letztlich auch erreichen und verdienen kann. Mein Ratschlag an Sie, bevor ich jetzt mit Iris noch Fragen beantworte, Dinge erörtere, Iris vielleicht noch einiges dazu beiträgt, sag ich Ihnen oder gebe mit Ihnen auf den Weg, effektivieren Sie, und Investui ist da für mich wirklich eine großartige Möglichkeit. Jeder kann natürlich auch selber seine Effekte, die er entwickelt, entdeckt, vielleicht auch modifiziert, kann natürlich jeder auch selber handeln. Die Frage ist aber, wie viel Zeit und Energie setze ich in etwas, was auf eine bestimmte Weise schon perfektioniert ist? Also in diesem Sinne, wenn Sie sich die Krone oder das Krönchen aufsetzen wollen, mein Ratschlag, handeln Sie, effektivieren Sie. Mit Effekten unterwegs zu sein, ist in vielen Lebenslagen etwas, was Ihnen Grundlage, Verlässlichkeit und am langen Ende hier auch wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen kann. Inwieweit es dann tatsächlich eintritt, hängt an vielen Dingen, natürlich auch an dem, wie wir uns verhalten. Greife ich in Trades ein? Meine ich, Statistik besser interpretieren zu können als die Statistik selbst? Und viele von diesen Dingen, die da eine Rolle spielen. In diesem Sinne sage ich erstmal Danke und bitte dich, Iris, einfach jetzt mal einzugreifen und vielleicht Fragen zu stellen. Ja, ich bin wieder da. Lieber Raimund, vielen, vielen Dank. Das waren wirklich ja, kompakte Informationen und sehr, sehr detailliert und auch verständlich. Das ist ja auch immer ein Punkt, dass man das alles sehr, sehr gut nachvollziehen kann, so wie du das erklärst. Also tausend Dank. Ich hoffe, du bist jetzt noch bereit für ein paar Fragen zu Klar. beantworten. Ich schaue noch mal in die Liste rein. An einer Stelle wurde gesagt, dass Schluss mit Entscheidungen und das wäre etwas irreführend, wird hier angemerkt. Naja, also ja, stimmt, da muss man schon sich tiefere Gedanken drüber machen. Ich muss natürlich immer auch beim Trading, ob jetzt Markteffekte, Handel oder anderen Trading, muss ich eine Entscheidung fällen, will ich dabei sein oder nicht. Ich meine das aber vor allem auch so, wenn ich als Trader nur als Beispiel unterwegs bin, dann ist es gut, eine Strategie zu haben, dass ich in der Situation, wenn ich handeln will, weiß, gehe ich long oder short und was sind die Kriterien, die ich einsteige. Ich muss diese Entscheidung nicht mehr fällen. Ich war vor vielen Jahren bei einer Finanzveranstaltung, da waren so zwei Nachwuchstrader und die machen Live-Trading. Der eine war Eröffnung der amerikanischen Märkte. Der eine ging kurz nach 15:30 long, der andere ging short. Das Publikum saß da und sagte, wie können die das machen? Was wollen wir tun? Da sage ich, ja gut, da müssen wir mal genauer hinsehen. Diese Entscheidungsfindung mit was, wie viel, aufgrund welcher Kriterien kann ich mir durch Vehikel nehmen? Ein Vehikel könnte eine Strategie sein, die einen positiven Erwartungswert hat, die ich verlässlich handle. Eine Geschichte könnte Markteffektehandel sein, weil ich da die Statistik auf meiner Seite habe und das dann umsetze. Also dieses, natürlich muss ich im Leben noch Entscheidungen fällen, aber ich kann mir eben auch viele, viele, die ich ohnehin unter Unsicherheit fälle, auch
sparen und einfach mal machen. Ich weiß, da muss man länger drüber nachdenken, wo und wie viel man Kraft auch für Entscheidungen einsetzt. Und jeder weiß, der tradet, habe ich einen Trade glattgestellt, muss ich mir überlegen, was mache ich mit dem Geld wieder. Insofern hat ein Anleger einfach, der muss nichts entscheiden. Ist ein bisschen kompliziert. Natürlich kann ich mir nicht alle nehmen, aber ich kann mir viele nehmen. Und Markteffektehandel oder Trading nach Strategie wäre eine Möglichkeit. Und war auch eine Frage gewesen. Du siehst das auch als Ergänzung zu einem Portfolio und nicht jetzt so, das sind jetzt die Markteffekte und ja, konzentrieren Sie sich ausschließlich auf Markteffekte. Schwierig, kommt auf die Person und die Lebensumstände an. Also Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, die aber auch keine Zeit haben, sich darum zu kümmern, für die ist das, vor allem die Vermögensverwaltung, super, super lukrativ. Ich weiß, dass das etwas ist, was, und Markteffekte ändern sich auch, wir wissen, dass Saisonalität verändert sich auch, verschiebt sich, wir haben Erderwärmung, also klar, es gibt so Dinge, aber warum nicht? Wenn ich Spiel, Spaß und Spannung haben will, dann trade ich den DAX. Ja, wenn ich Geld verdienen will, mache ich möglicherweise etwas, was einer Strategie entspricht, oder ich mache Markteffektehandel. Also je mehr, ich sage, ich habe immer gerne ein Beispiel mit Dackeln. Ich sage, wenn ich 20 Dackel an der Leine habe und mich um die alle kümmern muss, dann habe ich ein Problem, weil die alle durcheinander laufen und den einen kann ich nicht, dann verzwickelt sich das noch und so weiter. Und wenn ich das mit meinen Finanzen genauso mache, dann verliere ich den Überblick. Und ich bin ein Mensch, der es gern einfach und transparent hat. Also, weil hier wird nämlich auch nochmal gefragt, ob man eventuell aus einem bestehenden Portfolio, jetzt ist hier die Rede von Aktien, ETFs, ob man da eine Scheibe rausschneiden könnte und dann vielleicht zu Investui das Ganze verlagert. Jetzt verstehe ich. Also ganz ehrlich, was gut läuft, das läuft gut. Einfach mal beobachten und gucken. Wenn es nicht mehr läuft, dann kann man immer noch reagieren. Ich bin ein Freund von langfristigen Dingen und wer vor 10, 15, 20 Jahren investiert hat, der kann darüber nachdenken, sollte die Rendite vergleichen und kann dann sagen, okay, ich wechsle mit einem Teil, ich probiere das. Aber bei all den Dingen, die im Leben gut funktionieren, macht da nicht viel dran. Also ja, das ist immer wieder das Gleiche, dass wir versuchen zu verbessern, zu modifizieren. Wenn ihr sagt, naja, ich habe eine Minusrendite, dann überlegen, effektivieren, wenn nicht, dann kann ich sagen, ja, das läuft doch gut, warum soll ich etwas, was wofür ich auch keine weiteren Kosten habe, wo ich jetzt erstmal auch nichts versteuern muss, was da gibt es ja auch noch andere Aspekte und wenn ich mich damit wohlfühle, es geht letztlich darum, was tut euch gut, das geht in allen Lebenslagen darum und wenn euch das eben bis dahin gut getan habt, könnt ihr drüber nachdenken, um was auszuprobieren, vielleicht mal was Neues zu machen. Aber das ist jetzt keine zwingende Geschichte, vor allem für die Leute, die vor vielen Jahren investiert haben. Die haben natürlich fette Depots, von mir aus mit Gold, mit Aktien, mit was auch immer, klar. Apropos ausprobieren, ich poste mal in die Chatliste unsere Demo rein. Also dann könnte man auch, wenn man uns einfach mal kennenlernen will und mal ausprobieren will, wir haben seit kurzem eine Demo. Da kann man sich anmelden und bekommt dann einfach mal 14 Tage auch die E-Mails, so wie die aussehen und kann sich auch mal damit anfreunden oder versuchen, damit anzufreunden. Ist das überhaupt eine Art und Weise, wie ich gerne investieren würde? Ich bekomme eine E-Mail, ich weiß immer, wann die E-Mail kommt. Also ich muss jetzt nicht permanent mein Postfach auch kontrollieren. Und macht da einfach mal mit, um das kennenzulernen, weil er jetzt explizit nach Investui gefragt hat. Das ist, finde ich, immer eine schöne Herangehensweise, uns dann auch kennenzulernen. Und so kommt man dann auch letztlich ins Gespräch. Das würde ich mal gerne gerade hier rein kopieren. Und das ist auch gut. Man würde ja, wenn man ein Zertifikat kauft, auch einen Szenario-Rechner sich mal angucken, wie entwickelt sich das, wenn der Kurs steigt, wenn der Kurs fällt, wenn der Kurs um so und so viel Prozent fällt oder steigt. Und dass es das jetzt als Demo gibt, ist eine großartige Geschichte, weil dann jeder eben auch die Möglichkeit hat, sich das quasi, es ist zwar immer noch nicht haptisch, aber man kann es anders anfassen. Und das finde ich super. Ja.
Also wenn ich das noch gerade noch einem Satz sagen kann, weil es ist vielleicht dann sogar auch ein bisschen, macht es den Investui auch ein bisschen greifbarer, also jetzt nicht ganz haptisch, aber greifbarer, wenn man direkt in die Vermögensverwaltung beispielsweise wechselt, sodass auch selbst dieser Klick wegfällt, dann ist das so weit weg. Und so lernt man uns Genau. zumindest mal ein bisschen auch im Kontakt und im Austausch kennen. Es Ja. ist nur eine Idee. So, und dann auch, kriegt man auch ein Gefühl dafür, ist das eine Art und Weise der Investition, die zu mir passt oder auch nicht. Also ich meine, wenn es um Geld verdienen geht, gibt's wüsste ich jetzt nichts, was spannender wäre mit der Langfristigkeit. Also im Prinzip jetzt unabhängig jetzt von Investui, aber Markteffekte sind einfach was Großartiges. Und Rhythmik und Wiederholung auch. Also das ist, ja, was soll ich dazu sagen? Mich begeisterte das immer schon und wissenschaftlich hinterlegt ist dann nur noch der Kopf, den wir ausschalten müssen und sagen, ja, aber vielleicht, vor allem eben in Phasen, wo es auch mal einen Trade gibt oder auch mal mehrere, die nicht so gut laufen. Aber dem begegnet man eben auch durch Diversifikation. Und mehr kannst du letztlich nicht tun, um achtsam mit deinem Geld umzugehen. Also mir fällt nichts wirklich ein. Und jetzt andere Markteffekte, also Sie jetzt noch fragen hier zum aktuellen Euro-Preisverfall. Also bist du da auch in anderen Markteffekten noch unterwegs und oder entwickelst auch die Sachen dann bei dir weiter? Also ich lese viel, ich betreibe selber so gut wie keine Statistik, weil ich mich auf die Publikationen letztlich oder will nicht sagen darauf ausruhe, aber ich habe die Instrumente gar nicht hier. Diese S&P 500 Geschichte, die habe ich mir halt so gesammelt, bis ich dann alle Daten zusammen hatte. Die neueren kriegt man ja einfacher. Da muss man nur ins Internet gehen, bei anderen muss man da gucken. Aber halte die Augen offen. Es gibt auch so Geschichten, ich trade einen halben Monat, ich trade einen anderen halben Monat. Ich habe verrückteste Sachen werden da verknüpft und da wird viel Wissenschaft betrieben. Und ich habe in dem Sinne nicht die Zeit, das da selber zu entwickeln. Aber man kann davon ausgehen, wenn was beim DAX funktioniert, könnte auch beim Eurostoxx funktionieren. Was beim S&P 500 funktioniert, könnte auch im Russell funktionieren. Es gibt viele Möglichkeiten, da selber mal zu gucken. Es gibt ja auch Menschen, die bestimmte Märkte nicht mögen. Also es kann ja auch ein Kriterium sein, dass jemand zum Beispiel Markteffektehandel ablehnt, weil er keine Währung handeln will oder weil er kein Gold handeln will. Ich habe unter Klienten so lustige Sachen, wo du so Abneigungen siehst, die dich dann trotzdem von was fernhalten, was dir vielleicht finanziell zumindest helfen könnte. Aber dafür sind wir Menschen. Also ich untersuche tatsächlich nichts selber im Übermaß. Aber ich bin sehr aufmerksam und ich sammle, wo immer ich was sehen kann, auch über Markteffekte. Ja, jetzt kommt noch eine Anmerkung und die bezieht sich auf den Friday Gold Rush in diesem Jahr und das können wir leider dann auch nur bestätigen, dass er jetzt am Anfang des Jahres leider ein bisschen schwach gestartet ist. Aber du hast es ja eben auch sehr deutlich Tee gesagt. trinken. Also ja, ein Muster besteht aus vielen Trades Ja. und die man regelmäßig machen muss und bei der Statistik gehört dann leider auch Verlierer. Also es wäre auch ja, nicht sonderlich glaubwürdig und realistisch zu sagen, dass jeder Trade ein Gewinner sein wird. Ja, und weißt du, vor allem, wenn ich dann die Nase voll habe nach dem zigsten Minus-Trade, der passieren kann, wenn ich dann den nächsten auslasse, das wird ein Gewinner. Und das ist ja auch im normalen Trading bei den meisten Leuten so. Entweder ich kann mich mit dem identifizieren, dass ich damit sein kann, dass es da etwas gibt, was belegt ist und was am langen Ende immer noch funktioniert hat, oder ich kann mich eben nicht darauf einlassen. Die Frage ist, was ich will. Will ich Geld verdienen? Könnte ich mal über meinen eigenen Schatten springen und mir das überlegen? Will ich mich anders in den Märkten ausleben, meine Zeit verbringen, spannende Geschichten hören, was erleben, Spielspannung, Spaß haben, Geld verdaddeln, was auch immer, dann bin ich mit dem anderen natürlich genauso gut dran. Also, weil ich dann das erfülle, worum es mir geht. Aber meine Umfragen sagen mir immer, 80% aller, die sich an den Finanzmärkten bewegen, haben als Hauptmotivation Geld verdienen. Aber immerhin, da sind auch noch 20, die das nicht als Hauptmotivation haben. Ja. Also ich persönlich kann es jetzt von Investui auch nur bestätigen. Also die Rendite, die wir gemacht haben, die bezieht sich darauf, dass wirklich alle Trades immer gemacht worden sind. Also wir haben auch in 2020
wirklich alle Trades gemacht und die auch die in kritischen Phasen die Trades ausgelassen haben oder auch mal nach einem Drawdown die Trades ausgelassen haben, am Ende des Jahres eine schlechtere Rendite gemacht. Und das muss man einfach sagen. Hier spielt die Kontinuität, also die Regelmäßigkeit und auch das Risikobewusstsein, was du ja sehr deutlich angesprochen hast, einfach eine große Rolle, wenn man Trades regelmäßig machen will. Und auch muss, wenn man einen statistischen Ansatz, wie du ihn vorgestellt hast, machen will, dann muss man auch mit einem rationalen Risiko drangehen, um halt alle mitmachen zu können. Ja. Das finde ich, hast du besonders gut dargestellt. Vielen Dank auch dafür. Ist immer wieder ein Punkt, auch bei uns in der Diskussion. Ja. Ich habe eine Sport-App seit Anfang dieses Jahres. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen wie Investui. Also die erinnert mich, wann ich mich bewegen darf und gibt mir dann auch die Möglichkeit, die immer eine andere ist. Und klar, wenn ich das jetzt mal aufgrund von welchen, was ich mir auch immer einfallen lasse, 2, 3 Wochen nicht mache, dann ist es natürlich wieder beschwerlicher rein. Da den Weg zu finden. Und so ist es letztlich beim Handel auch. Ich muss diesen kontinuierlich gehen, um diesen Effekt zu haben, dass ich weiß, Sport, aber eben auch das, tut mir gut und ich weiß eben nicht, was passiert. Das ist eben der Clou beim Trading. Ich weiß eben nicht, was passiert, wenn ich nicht dabei bin. Und ich wüsste noch nicht mal, wenn ich dabei war und es wird ein Verlierer, ob wenn ich nicht dabei gewesen wäre, es nicht ein Gewinner ist. Das ist natürlich jetzt Ja, klar. groß erzählt, aber auch das wüsste ich natürlich nicht. Also schwierige Geschichte für viele Leute, sich darauf einzulassen, aber das hat auch mit Vertrauen zu tun, mir gegenüber. Und was bei vielen ja auch der Fall ist, dass sie ihr Geld, ja, das Geld oft auch mit Angst und Sorgen verbunden ist. Ich habe Angst, Geld zu verlieren. Ich bringe mich da vielleicht in Nöte und das kann ich nachvollziehen. Aber es führt mich auch nicht weiter, wenn ich Geld nicht auch positiv belege und gucke, oh, was kann denn da auch anderes passieren, sondern ich eben aus dieser Mangelsituation oder dieses Geld behalten wollens reagiere und eben logischerweise, weil wir sind Menschen, eben auch leider Angst habe. Hier kommt noch eine Frage zu deiner Person weg von den Markteffekten oder vielleicht machst du es auch zu den Markteffekten. Glaubst du, dass du in diesem Jahr noch ja, Seminare geben kannst, auch face to face? Nein. Jetzt nicht face to face, so wie wir es jetzt hier machen. Ja, ich weiß schon. Nein, das glaube ich nicht. Okay. Das glaube ich nicht. Und in dem Bewusstsein lebe ich übrigens schon seit letzten März, dass das sehr lange dauern kann. Weil ich bin ja unter anderem auch Biochemiker und nach einem Virus kommt die erste Mutante, dann kommt die zweite. Ich weiß nicht, mittlerweile sitzen ja schon viele Mutanten am Tisch. Und dann kommt natürlich dazu, dass das Vertrauen in eine Veranstaltung bei vielen gar nicht mehr ist. Und wie soll eine Veranstaltung sein, wenn früher 500 Menschen vor mir saßen und ich einfach Spaß auf der Bühne hatte? Wie soll das jetzt aussehen? Dürfen da noch 50 rein, die dann im Abstand? Das ist sowohl für die, die es organisieren, natürlich eine Geschichte, wie eben auch für den, der da steht. Wenn man vor so einem ausgedünnten Menschenhäuflein dann spricht, so stelle ich es mir im Moment vor, dann ist das schwierig. Also nein, leider nicht. Ich plane ein Einsteigerseminar, wo wir wo einfach, wir haben gemerkt, dass viele Leute jetzt gerne auch den Handel betreiben würden. Homeoffice hat vielleicht dazu beigetragen, mehr Zeit zu haben, hat vielleicht auch dazu beigetragen. Viele Dinge ändern sich da, aber ansonsten nein, leider nicht. Ich weiß nicht, ob ich auf 2022 hoffen sollte, aber mal gucken. Ich bin da entspannt. Aber Also ungehindert dessen, deine ganzen Coaching-Ambitionen, die laufen ja weiter, die können ja auch das stimmt. online stattfinden. Das Ne? stimmt. Ja, Genau. aber wie Ist schon eingangs das. gesagt, das Gefühl ist entschuldige, das Gefühl ist natürlich ein ganz anderes, wenn du mit jemandem direkt arbeitest. Also so wie wenn du Physiotherapie machst über die Ferne. Man kann Ja. alles machen, aber es ist schon besser, du hast den entsprechenden Punkt, wo du gerade drückst. Ja. Ich hatte auch deine Webseite gepostet an alle, also da Klar. findet man dann auch Termine oder auch mehr Informationen dazu, gehe ich von Ja, aus. Ist es genau. für dich okay, wenn ich mal den Bildschirm zu mir nochmal Ja, klar, übernehmen werde? Weil natürlich. dann würde ich ganz gerne noch abschließend auch auf den einen oder anderen Punkt auf unserer Webseite von Klar. Investui eingehen.
Dann würde ich das mal machen. So. Da wäre ich dann wieder mit unserer Webseite. Wir hatten ja eingangs, Friday Traders Club ist ja eine Veranstaltung von WH Self Invest. Und wir hatten ja heute das Spezialthema mit den Markteffekten. Und nochmal der Dank an den Raimund, dass er uns da auch mal theoretisch und mal mit einem breiteren Wissen an die Sache herangeführt hat. Und wir freuen uns immer, wenn auch ein unabhängiger Spezialist sich dazu äußert. Und ja, nochmals unseren Dank. Man sieht auf unserer Internetseite ist das Thema der Markteffekte, ich scroll mal runter, bei WH Self Invest hier in einem kleineren Bereich sichtbar. Weil ich ja eingangs auch gesagt habe, WH Self Invest fokussiert normalerweise den aktiven Trader, hat aber ja mit Investui aus dem Mail and Click, was es für die WH Self Invest Kunden gemacht hat, diesen eigenständigen Service gemacht. Und wir haben auch eine eigenständige Webseite. Und die wollte ich einfach nur mal zeigen. Und man findet Investui auf der Seite von WH Self Invest wirklich nur, sage ich jetzt mal, erwähnt, weil unser Klientel hier auch ein anderes ist. Ne? Also man will da auch nichts vermischen. Auf der einen Seite haben wir den aktiven Trader mit seiner Plattform, mit seiner Chartanalyse, der da auch voll fokussiert seine Dinge verfolgt. Und hier ist es nun mal das, was wir jetzt auch gehört haben in diesen Stunden. Es ist einfach die wissenschaftliche erwiesenen akademischen Markteffekte, die bewiesen sind aufgrund der Statistik. Und hier haben wir uns einfach auch auf die genannten beschränkt. Das sind die, die am stabilsten sind, die mit die besten Backtests haben, die sich im Live-Test erwiesen haben, die von Profis in deren Portfolio verwendet wird. Also wir haben jetzt hier nicht einen Blumenstrauß aller möglichen Markteffekte uns überlegt, sondern es ist die Diversifikation und die Robustheit, die dazu geführt hat. Und diesen Graph haben Sie ja eben schon mal gesehen. Das ist quasi das, was seit 2009 als Bruttorendite hinweg. Ich nenne es immer so unser Orchester, weil das sind zwar alles Solisten, die da mitspielen, aber zum Letzten der gute Ton kommt durch alle vier zustande. Und ja, das klingt dann auch schon ganz anders. Da kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie zu diesen Markteffekten mehr wissen wollen, dann gehen Sie auf unsere Internetseite, schauen Sie sich an. Wir haben auch die Studien dazu zum Teil publiziert. Wir haben uns die Mühe gemacht, die auch ins Deutsche zu übersetzen. Also wenn Sie auch inhaltlich mehr wissen wollen, kommen Sie auf unsere Internetseite und schauen Sie sich diese Markteffekte einfach etwas näher an. Dann komme ich auf die Seite, auf die vielleicht jetzt alle gewartet haben. Wir haben natürlich seit gestern den Friday Gold Rush laufen und wir haben seit heute haben wir auch den Monatsendeffekt. Und bei dem Monatsendeffekt, der wird 4 Tage vor dem Monatsabschluss eingenommen. Also heute ist der erste Tag oder der vierte Tag. Der läuft jetzt noch bis zum fünften und der hat noch sehr viel Luft, sich zu entwickeln. Bei dem Gold Rush, der läuft noch bis heute Abend, da müssen wir mal sehen, wie er ausgeht. Der war ja auch sehr ausgiebig in deinen Folien heute besprochen. Da ist noch vieles möglich. Sie sehen das Ganze immer auf Basis eines Futures, weil der Future die Möglichkeit gibt, viele Dinge darauf zu projizieren. Grundsätzlich haben wir 3 Positionsgrößen, die wir anbieten. Also man kann da auch sehr klein und in Relation zur Kontogröße agieren. Auf dieser Seite sieht man sehr schön unten die Alarme. Wann kommen die Alarme? Also wir monitoren ja quasi die Märkte bezogen auf die Markteffekte und schicken die E-Mail im Falle, dass Sie keine Vermögensverwaltung wollen. Sie wissen genau, wann die Alarme kommen und klicken dann und dann wird automatisiert die Position eröffnet und auch wieder von uns geschlossen nach dem Regelwerk, von dem der Raimund eben auch gesprochen hat. Und darüber hinaus haben wir dann noch eine Seite mit unseren Musterdepots. Da können Sie jeden einzelnen Trade, der in unseren Musterdepots, das ist ein Futures-Musterdepot und ein CFD-Musterdepot, seit Beginn 2020, Januar 2020, jeden einzelnen Trade nachvollziehen und auch wirklich mit jedem Schritt nachvollziehen, wie sich die Rendite entwickelt hat, weil wir uns auch das Thema Transparenz sehr,
sehr auf die Fahnen geschrieben haben. Also wir wollen, dass sie jederzeit wissen, was mit ihrem Geld wann passiert ist. Das ist, finden wir, ein großer Unterschied zu ETFs, Fonds. Also oftmals weiß man gar nicht, was in dem Investment passiert und warum. Und wir haben da einfach das Engagement, ihnen jederzeit zu sagen, was mit ihrem Geld passiert. Sie werden alles finden, was mit Investui zu tun hat, auf unserer Internetseite. Dann möchte ich Ihnen noch empfehlen, unsere Rubrik mit den Neuigkeiten. Hier haben wir wirklich über die ganze Zeit, sehen Sie, dass wir uns auch entwickelt haben. Also gerade mit der Demo-Version, muss ich sagen, die ist jetzt in diesem Jahr entstanden, aus den Gründen, die ich eben auch gesagt habe, dass viele einfach mal diesen Prozess mitmachen wollten, ne? Also die gesagt haben, okay, das klingt alles so einfach, ich will es auch mal sehen. Und dann wussten wir am Anfang gar nicht, tatsächlich ist das so, dass man die E-Mail bekommen will vorher, dass man sehen will, wie die aussieht. Und dann sind wir dem Wunsch natürlich nachgekommen und haben diese Demo dann eingerichtet. Und die wird super angenommen. Und wir haben jetzt eine Gesprächsgrundlage, ne? Also die ersten, wenn die ersten mal zweimal eine E-Mail bekommen haben, zum ersten Mal geklickt haben, bekommen dann eine E-Mail mit dem Ergebnis und wir telefonieren dann dazu, dann sind viele Dinge einfach klarer und man muss sagen, dann wird auch erkannt, wie einfach es ist, ne? Dass diese Alarme, wann sie kommen, sehr deutlich kommuniziert werden und dass niemand wie ja so die Katze vor dem Mauseloch immer auf die Mail warten muss. Oder das ist so klar, das Regelwerk ist einfach gegeben und das bringt sehr viel Ruhe in die Geschichte rein. Auf dieser Seite gibt es auch den Simulator und da möchte ich nochmal auf deinen Punkt zu sprechen kommen. Du hast ja auch gesagt, dass die Kontogröße wichtig ist für die und für die Auswahl der Positionsgröße. Ja. Wir haben immer drei Positionsgrößen und wir appellieren an alle, mit uns ins Gespräch zu kommen, weil wir es als langfristiges Investment sehen, muss auch die Risikokategorie stimmen. Und hier haben wir auch auf unserer Internetseite einfach jetzt ein schönes Instrument hinterlegt, dass jeder für sich auch entscheiden kann, ein Gefühl bekommt, was will er investieren zu der Kontogröße, die er hat, weil wir geben auch eine Einschätzung ab, was wir für defensiv, moderat und aggressiv halten. Es ist immer die Kontogröße in Relation zur Positionsgröße und wer langfristig das machen will, wählt ein rationales Risiko. Dazu gehören auch die Drawdowns, die bei uns natürlich, muss ich sagen, wie in vielen anderen Investments auch in der Corona-Zeit lagen. Wenn man sich aber die Entwicklung der 33% in 2021 anschaut, sieht man, dass 9 von 12 Monaten positiv waren und das nach dem Drawdown-Dip in Februar, März wirklich sukzessiv die Equity-Kurve sich erholt hat, was natürlich auch für die Stabilität und die Robustheit der Strategien spricht, die wir gewählt haben. Ja, das ist ein Überblick einfach mal über unsere Internetseite. Ich wollte heute gar keine weiteren Folien mehr zeigen, sondern empfehlen, sich auf der Internetseite mal ein bisschen zu tummeln und mit uns ins Gespräch zu kommen. Gerne im Detail zu den Strategien, im Detail zu der Rendite. Wir haben auch ein Factsheet, das kann man sich auch anfragen. Hier sind nochmal zu der Rendite jede Menge Zahlen, Ausarbeitung. Hier sieht man auch beispielsweise die letzten Jahre, was war positiv, was war negativ. Also wir haben uns wirklich sehr, sehr angestrengt, Transparenz zu schaffen und hoffen, dass das Thema Markteffekte auch mit diesem Vortrag etwas mehr bekannter wird und beliebter wird und dass wir auch zeigen können, dass das wirklich eine tolle Anlage ist als Diversifikation zu vielem anderen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hätte aber noch ein Anliegen und zwar, ich habe noch einen Punkt, vielleicht für alle, die sich für das Thema Markteffekte interessieren. Es gibt ein, sage ich jetzt mal, ein Bonbon für unsere Kunden. Wir werden mit dem Raimund
eine drei, ja, ein Triple veranstalten, ein Webinar-Triple für unsere Kunden und da einfach mal hinter die Kulissen schauen lassen, also Vorhang auf, und werden wir zeigen, wie wir die 33% im Jahr 2020 erreicht haben, unsere Arbeitsweise, wie kam es zur Auswahl dieser Markteffekte, und wir gönnen jedem einzelnen Markteffekt ja, drei Stunden insgesamt. Korrigiere mich, Raimund, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ich glaube, das geht drei Stunden. Ob wir es dann wirklich genau drei schaffen, weiß ich nicht. Das ist schon viel. Aber ich denke mal, mit 2,5 Stunden kann man auf jeden Fall rechnen. Ja, drei sind vorgesehen, das stimmt. Genau. Und da stellen wir uns dann auch den Fragen unserer Kunden. Also jeder andere ist auch eingeladen, aber das ist auf jeden Fall, wird das eine ziemlich gute Veranstaltung, glaube ich. Kollegen von mir, ob das der Dennis Spoden und der Roland Jegen, beide sind auch sehr stark im Thema involviert. Und da haben wir großen Spaß, da einzugehen. Also sind ja nur Fragen, warum wählt ihr den Friday Gold Rush? In den Edelmetallen sieht man grundsätzlich eine Signifikanz der Rendite an einem Freitag. Oder warum macht ihr den Monatsendeffekt auf dem S&P 500 und nicht auf dem DAX? Also das sind ja alles Fragen, die wir ja am Telefon auch immer hören. Und da machen wir einfach mal die FAQs, die wir erlebt haben. Also das, was uns auch am häufigsten die Fragen gestellt werden. Und ich denke mir, da könnte die eine oder andere Überraschung dabei sein. Aber das, denke ich, sollten Sie sich einfach mal vormerken. Ja, und das war der Vorschau bezogen auf die Markteffekte. Und einen Wunsch hätte ich noch, dass Sie heute vielleicht, wenn Sie mit der Veranstaltung glücklich waren und sie Ihnen gefallen hat, dass Sie heute noch für uns, für die Brokerwahl abstimmen. Und da würden Sie uns eine große Freude machen. Und ja, ich poste das jetzt nochmal hier rein an alle und freue mich dann auf Ihr Feedback. Raimund, hast du noch einen Punkt, den du gerne adressieren möchtest? Nee, ich könnte mich da auf meine letzte Folie zurückziehen und sagen, effektivieren Sie. Ich weiß nicht, ob das Wort, also das brauche ich jetzt immer häufiger. Alles andere ist, denke ich, gesagt. Und das ist ein großartiges Thema. Da, also mich fasziniert seit Jahren. Die Umsetzung von via Self-Invest durch Investui ist, hätte ich nie gedacht, dass das so gut machbar ist. Und also bessere Umsetzung kann ich mir nicht vorstellen. Transparenz ohnehin braucht man eigentlich, das sieht man ja, wenn man über die Webseite geht, was man da wirklich alles genau identifizieren kann. Und ansonsten muss ich mir einfach im Leben überlegen, will ich eher auf der Sonnenseite unterwegs sein und oder auch im entspannten Umfeld sein und vielleicht auch weniger Entscheidungen fällen in Finanzangelegenheiten, denn je mehr Geld ich habe, desto komplizierter wird das. Ja, also im Moment sieht man das auch, dass man manche Dinge eben für manche Dinge mehr Zeit hat und vielleicht wird es dann noch mehr. Es wurde viel getradet letztes Jahr, das weiß ich wohl. Und die Frage ist, ob man sich in seinem Leben mit seinen Talenten nicht auch ein paar andere Dinge noch gönnen kann. Und Markteffekte handeln ist eine Möglichkeit, da ja, sich selber zu unterstützen. Wie soll ich sagen? Ich finde es großartig und ja, schon von Kindesbeinen an finde ich sowas spannend. Also nicht erst jetzt. Also geht uns genauso. Vielen Dank. Ein wunderbares Schlusswort. Also besser kann man es nicht sagen. Wer an Investui interessiert ist, auch an einer Kontoeröffnung über Investui interessiert ist, geht auf die Internetseite von Investui und habe ich auch rein kopiert in den Chat. Und wer Fragen hat, der meldet sich bitte gerne auch bei uns persönlich. Das ist mein Kollege Dennis Spohn und ich, wir haben das Thema Investui so ein bisschen als Kernthema bei WH Self Invest und ich möchte Sie einfach einladen, auf uns zuzukommen. Und zum Schluss möchte ich Sie auch noch einladen für den nächsten Fridays Trader Club. Der ist am 30.04. Da wird Rüdiger Born zu Gast sein und da werden wir ein bisschen über Elliott-Wellen und Fibonacci und was es nicht noch alles so gibt im Kontext des Born Traders, da dürfen wir auch sehr gespannt sein. Nochmal ein ganz anderes Thema. Sie sehen, die
die Bandbreite vom Friday Traders Club ist einfach immens groß. Raimund, Iris. ich würde mich jetzt von dir und von unseren Zuschauern verabschieden. Vielen Dank, dass Sie da so zahlreich dabei waren. Vielen Dank für das schöne Feedback und an der Stelle von meiner Seite auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Vielen Dank an dich für die großartige Begleitung und die liebevollen Worte und an Sie fürs Zuhören. Es hat mir großen Spaß gemacht und auf bald, ob Ja. virtuell oder in anderer Hinsicht. Schönen Okay, Tag. tschüss. Alles Gute an alle.